Hallo? Hallo? Ja, mein Name ist Christian Schleister. Ich habe auch die Speaker, das Sie gehört haben. Und unter anderem war ich ja nur zugereister Gast für Nordhessen, dachte ich. Dann kann ich, nachdem Loris ausgefallen ist, die Moderation übernehmen, weil ich selber natürlich nicht so ein Diskussionsanliegen an eure Themen habe und deswegen so ein bisschen freigestellt bin quasi. Es gibt eine sehr lange Themenliste, ich weiß nicht, wer von euch die zuletzt im Wiki abgerufen hat. Also für diesen Slot, der 2 Stunden umfasst, gibt es ganz pauschal die Rubrik Kommunalthemen aus Kreistag und Stadtverordnetensitzung und dann eine Liste von 6, 7 Blockthemen: Bildung, Transparenz, Demografie, Verkehr, jeweils mit Unterthemen. Das heißt, wenn wir das in der Form irgendwie versuchen abzuarbeiten, dann kann man Diskussionen zu einzelnen Themen vermutlich nach etwa 5 Minuten und 17 Sekunden abhören. Vielleicht noch eine Abstimmung machen, wenn die länger als 20 Sekunden dauert und dann muss das Thema durch sein. Insofern würde ich gerne zunächst mal irgendeine Form von Priorisierung versuchen, um die Themen nach hinten zu schieben, die dann möglicherweise rausfallen, weil sich andere Diskussionen als wichtiger und dringlicher erweisen. Und ja, ich gucke dann auf die Zeit und schaue, was jetzt irgendwie wie läuft. Zunächst mal bräuchte ich eine Person, die das Mikrofon trägt. Also, wie vorhin schon, bitte in mein Mikrofon sprechen. Das hat nichts damit zu tun, dass wir hier vor Ort besser zu hören sind, sondern es geht um den Dream. Sabine, oder? Ja, ich wollte nur kurz was zu dieser unendlichen, zu dieser unendlichen Tagesordnung sagen. Es war ein bisschen daran gemeint, als sie zusammengestellt wurde. Das sind viele, viele, viele Thesen, die kann man gar nicht besprechen, die kann man auch nicht ohne Vorbereitung zu einem Ergebnis besprechen. Der Sinn sollte eigentlich sein, dass man an dieser, aus dieser Fülle von Themen die aussucht, die wirklich relevant für Nordhessen sind, wo man dann kurz diskutieren kann, sind die wichtig, schließen wir irgendetwas an, setzen sich Leute zusammen, treffen sich später nochmal in Gruppen, um diese Themen intensiver zu besprechen. Es sollte also nicht heute Nachmittag die Welt gelangen. Okay, also ich würde jetzt am liebsten, ich habe diese Themen hier mal nicht komplett, aber fast komplett aufgelistet, ich würde die alle mal kurz durchstimmen, nur nach wichtig, nicht wichtig. Das heißt, was jetzt einfach wenig gehobene Hände bekommt, das wandert nach links in den, vielleicht kommen wir dazu später nochmal, Korb und alles andere könnte man dann ich frage jetzt pro Thema nur einmal, finde ich wichtig, und wenn sich da nicht sehr viele Hände heben, dann ist das Thema zurückgestellt. Fracking. Demografie, also das heißt ländlicher Raum, Effekte des demografischen Wandels. ÖPNV. Achso, vielleicht zunächst noch, also es gibt ja verschiedene Oberrubriken, die waren dort angeführt, zum Beispiel Verkehr oder Bildung oder sowas. Ich habe die jetzt etwas anders sortiert, damit es zu den Themen, wo ich den Eindruck hatte, die funktionieren als einzelne Themen. Deswegen gibt es jetzt hier zum Beispiel ÖPNV und Radwege getrennt, obwohl die beide in den Verkehr fallen, während es Transparenz nur einmal gibt, da komme ich gleich dazu, obwohl das 2 Unterpunkte hatte. Also ÖPNV hatten wir jetzt, Radwege, das hieß im Feld Ausbau des Radwegenetzes in Nordhessen. Transparenz steht für Informationsfreiheit, Satzungen und Streaming von Parlamenten. Das sind also 2 verschiedene Themen, die möglicherweise, Moment, sich zusammenbringen ließen mit Kommunalthemen aus Kreistagen und Stadtverordneten-Sitzungen. Also wozu, im Moment, fangen wir da an. Da wäre die Frage,
der vor der Abstimmung, was für Themenanliegen habt ihr? Also hat jemand ein Thema, Kreistag, Stadtverordneten-Sitzung, wo er sagen wird, das würde ich jetzt gerne hier mal bereden, vorbringen? Also über das Streaming und die Informationsfreiheitssatzung hinaus auf jeden Fall Wasserrekommunalisierung. Es sind ja in manchen Städten, hat man das jetzt umgewandelt, also angeblich rekommunalisiert, das ist es ja gar nicht, aber jetzt werden Gebühren erhoben. Und ich, also wir hier in Kassel arbeiten da sehr stark dran und es wäre toll, wenn in den anderen Städten da sich kurz geschlossen würde oder auch mal, in Frankfurt hat ja die Manova da einen Vergleich geschlossen, also da steckt noch viel drin und das ist auch die Frage, das Strafgesetzbuch kennt den Straftatbestand nach 352 der Gebührenüberhebung. Das heißt, die Frage wäre mal zu klären, ob nicht zum Beispiel in Kassel, weil das so beschlossen worden ist und die Landeskartellbehörde ja sagt, das ist 37% zu teuer, wenn die also den Preis weiterhin verlangen, aber vor Gericht da die Niederlage ein. Dann könnte man ja unter Umständen da auch Strafantrag erstatten. Gut, dann so, zunächst mal weitere Kreistags-Stadtverordneten-Themen. Anybody? Gut, weil dann nehme ich statt Kreistags-Stadtverordneten einfach das Thema Wasserrekommunalisierung oder ja. An sich das Thema ist, weil ich so sehr überblicken kann, die gesamten KHG, also kommunalen Abgabensatzungen, sind an sich Überprüfung. Ja, Norbert ist übrigens mein Name. Aus meinem Erfahrungsschatz, den ich in 20 Jahren in die kommunale Verwaltung gesammelt habe, kann ich feststellen, dass sehr viele Gebühren, also unter anderem auch das Wasser, die Wassergebührensatzung oder die Abwassergebührensatzung, nicht den Regelungen der des Landesrechts, also des kommunalen Abgabengesetzes entspricht. Wie zum Beispiel im Wasser haben sehr viele ländliche Kommunen einen Betrag, der dann um die 2 Euro pro Kubikmeter ist. Und die Trinkwasserversorgung ist ja eine Kombileistung. Das heißt, der Brandschutz wird in der Regel doch nicht gewährleistet, wo die Hydranten und wie gesagt die Feuerwehr dann auch ihre Wasserbrandleistungen ausnimmt. Das sind alleine Kosten für die Anwendung von rund 30%. Und da unter Brandschutzgesetz ist die Kommune an sich verpflichtet, diese Kosten zu übernehmen und nicht der Trinkwasserkommune. Das gleiche ist im Abwasserbereich da, wo Fremdwasser mit eingeleitet wird, also Außengebietswasser, Drainagen, Brauchwassergeschichten, die in der Regel nicht von den Wasserversorgungsunternehmen, sage ich mal, mit erfasst werden und die Kommunen aufgrund dessen auch diesen Anteil pauschal eben auf den Schmutzwasser-Einleiter abladen können. Ne? Das heißt aber, das haben wir schon ein anderes Thema, weil Rekommandalisierung von Wasserbetrieben ist ja was anderes als Abgabensatzungen. Ist ähnlich. Es ist die gleiche Rechtsgrundlage und hier in Kassel wird sogar die Konzessionsabgabe, die für die technischen Lage bezahlt werden, über die Wassergebühren eingenommen. Es fällt ein Stück weit in das Gegenteil rein. Ja. Dann lasse ich einen Block Wasser. Sascha? Ja, dazu vielleicht ein kurzes Statement. Halte ich eigentlich für nicht sinnvoll, dass Sie das sprechen? Ich werde in der AG besser aufgehoben, weil das A ein komplett hessisches Thema ist. Ich glaube, man hat auch zu viel Vorbereitung geführt, ist dann mit Heidi kurz unterhalten. Genau. Also, das ist halt schnell komplex. Aber gut, ich muss das erstmal entscheiden. Dann geht es mal weiter in der Abstimmung. Also, dann bleibt Transparenz. Wie gesagt, Transparenz steht für Informationsfreiheitssatzung, Streaming von Parlamenten. Wer würde darüber gerne reden? Diese Wasserfragen, also sowohl Rekommunalisierung wie auch Abgabensatzungen. Das ist nicht leider auch das.
Energie. Da gab es einen Punkt, der umfasst das relativ viel. Der umfasst hier im Wiki ein Windenergiekonzept, Freiflächenphotovoltaik, Biogas, Rückkauf, Neonite und Fracking und Verlegung des Stromleitungsnetzes unter Tage. Ihr seht jetzt, dass ich einen Punkt, den hatten wir schon, Fracking da rausgenommen habe, einfach weil auch über die Mailinglisten offensichtlich ist, dass das ja ein separat und umfangreich diskutiertes Thema ist. Bei den anderen Sachen hatte ich den Eindruck, dass manche möglicherweise zusammenfallen. Windenergiekonzept, Freiflächenphotovoltaik und möglicherweise Verlegung des Stromleitungsnetzes unter Tage. Da geht es ja in allen Fällen vermutlich relativ stark um den Konflikt zwischen lokaler Bürgerbeteiligung und sozusagen weiträumigen Bürgerwünschen, Ansprüchen nach einem modernisierten Energiekonzept landesbundesweit. Ist das richtig? Ich bitte mal um intensives Nicken oder Kopfschütteln. Ja, danke. Volker, also das Nicken. Also ich hatte das Thema Windenergiekonzept und Freiflächenphotovoltaik auf diese Liste draufgeschrieben, weil das einfach Themen sind, die im Moment oder in Kürze in der Regionalversammlung für Nordhessen diskutiert werden und wo man halt, wenn man sich jetzt dazu eben die Meinung bildet und weiß, was man möchte, auch Einfluss auf die Diskussion nehmen kann. Windenergiekonzept haben wir jetzt eben im Barcamp-Slot schon gemacht, irgendwie, den jeder Interesse daran hat, irgendwie waren da und wer noch was mitschließen möchte, kann ich gerne ansprechen. Freiflächenphotovoltaik geht um eine Regelung, wann darf ich großflächige Photovoltaikanlagen irgendwo auf dem Acker stellen. Und auf jeden Acker oder auch nur auf die schlechten Äcker und so. Und da wird wahrscheinlich auch das Land regulierend eingreifen wollen. Und da müssen wir uns dann überlegen, das ist eine Sache, die halt Nordhessen auch relativ groß betrifft, weil wir viele freie Flächen haben. Und insofern können wir uns da landespolitisch halt aufstellen. Gut, dann nehme ich das mal als separates Thema und bitte um Interessensbekundungen davor zu reden. Okay, sind denn die Zweckfreiheit oder Biogas und Rückkauf die Anmittel? Biogas und Rückkauf die Anmittel? Ich muss sagen, dass ich das nicht so ist. Bitte? Sollten wir dafür stimmen? Achso, ja gut, dann machen wir das als separates Thema. Also Biogas, Meldungen, nicht so. Rückkauf eher Mitte. Das ist von Interesse. Verlegung des Stromleitungsnetzes unter Tage. Gut. Und kurze Frage dazu. Kann man das, oder ist das für Breitbandausbau vernünftig? Nein. Weil ich frage nur, bei der Verlegung des Strom kann ja auch durchaus mit dem Leerrohr und so. Also bei den Stromleitungen, die hier nicht erhalten werden, ist glaube ich die Distanz zum Breitbandausbau relativ groß, weil es um wenige großformatige Leitungen geht. Also kann man sicherlich, es wäre da wahrscheinlich eher so, dass man sagen würde, wenn man jetzt schon für eine Trasse quer durchs Land einen Acker aufgeschoben macht, dann kann man ja vielleicht auch Breitband mit reinlegen, aber hat dann auch nur ein paar Dutzend Kilometer genommen. Ich möchte gerne dazu sagen, Photovoltaik, Windkraft etc., also die zentrale Energieversorgung, müsste man mit den Stromtrassen, Modernisierung, mit den Vorleistungstrassen in Verbindung bringen. Denn wenn ich forciert kommunal dezentrale Energie, also BHKWs oder auch den Photovoltaik in den kommunalen Bereichen einsetze, brauche ich eventuell nicht die großen Transportleitungen mehr, die aufgrund der Offshore nach Süddeutschland den Strom transportieren. Das heißt, dort müsste erstmal eine Grundlage geschaffen werden, wie weit wird im Endeffekt durch die gesicherte Installation von Leistungen in dem Bereich BHKWs eventuell Thomas Seckmann. Das heißt, wir können die Stromleitung tatsächlich heute als Diskussionsthema zurückstellen, weil wir
schon genug damit beschäftigt sind, vielleicht für die öffentlichen Voraussetzungen zu arbeiten. Den denke ich, gab es ja auch schon nicht dabei. So, dann stand hier noch das Thema Bildung. Das Bildung fasst in Wiki zusammen die Unterpunkte Ausstattung der Schulklassen mit IT, Reduzierung der Klassenstärken, gemeinsame Schulklassen für Kinder mit und ohne Behinderung, also Inklusion, und Aussetzen der Benotung in den Grundschulklassen. Ein Landesthema. Ich würde, weil das jetzt hier nicht so, also vielleicht schätze ich das falsch ein, aber ich wollte mal fragen, ob ich auf Bildung als Ganzes Sinn macht zu fragen, hier zu behandeln. Jens. Ja, Bildung wird vermeintlich gerne als Landesthema angesehen. Die Kreise sind allerdings zuständig für die technische, für das technische Gebäudemanagement der Schulen, also die Immobilie selbst und deren Ausstattung mit Heizung und auch mit EDV. Das ist nicht vernachlässigt, weil auch ziemlich große Haushaltsposten und ziemlich große Verwaltungseinheiten damit beschäftigt sind. Das heißt, Ausstattung der Schulklassen mit IT zum Beispiel ist, wäre hier ein richtiges Thema. Reduzierung der Klassenstärken, was jetzt Landesbildungspolitik ist, würde ich mal vorschlagen, zurückzustellen. Weil spielt die Immobilie natürlich auch noch eine Rolle. Aber vorwiegend spielt dann die politische Zielsetzung eine Rolle. Also die übergeordnete. Ich meine, es geht jetzt ja auch darum, in den nächsten knapp zwei Stunden ein bisschen überhaupt zu sortieren. Gut, dann wäre die Frage Bildung auf als kommunale, regionalpolitische Aspekte, wer wäre da interessiert? Okay. So, dann gibt es noch ein Thema zum Verkehr, der Ausbau der Autobahnen A44 und A49. Okay. Und schließlich stand hier noch die Bewässerung der Weser, Eder- und Diemeltalsperre. Die Weser ist doch ein Fluss, die muss man doch nicht bewässern. Dann musst du Kali und Salz fragen, doch, sonst hast du nur noch rote Wischen. Also, Bewässerung der Weser. Ja. Gut, das waren jetzt, also, dann fallen die Sachen, die weniger stimmen, die Frau haben, zumindest die runter. Wir haben jetzt immer noch 8 Themen, von denen bei unser Verkehr fassen lassen, 3 und Energie, Verkehr, Demografie, Bildung und Weser. Bei Weser würde ich aber gar nicht um Salz nicht drüber nehmen. Ne? Ja, da machen wir. So, da ich das jetzt nicht nochmal alles durchstimmen möchte, weil das jetzt immer diffuser wird und ich habe das Ergebnis, dann schlage ich vor, dass ich versuche, für jeden dieser Blocks ungefähr 20, 25 Minuten einzuhalten. Ich glaube, das wird sich im Laufe der kommenden anderthalb Stunden so ein bisschen raus. Hoppeln, dass das irgendwie was jetzt mehr oder weniger Zeit braucht. Sascha, ich hätte da eine Frage, wäre das für die Teilnehmer in Ordnung, wenn wir 44 und 49 und Fracking zuerst rannehmen, weil ich ja jetzt noch rüber muss und Liquid Indie gestartet hat zur Autobahnausbau und Fracking, ja, das ist, denke ich, dann wäre interessant. Ja, ich bitte um. Ja. Weil nur eine organisatorische Frage hier, das Kassel-Stadt, Kassel-Land, das sollte ursprünglich um drei losgehen. Findet das jetzt wirklich statt oder geht das später los? Vorhin haben Sie gesagt, es geht später los, wenn Ihnen der erste Teil zu Ende ist und dann kriegt ihr noch einen dritten Raum. Wenn ich es richtig verstanden habe. Oder so mal halbe Stunde verschoben. Sehr gut. So, gut, also dann die Frage, die Sascha gerade gestellt hat, wären Sie alle Anwesenden einverstanden, wenn man das in dieser Form 1, 2, 3, 4, 5 abarbeitet? Das
Bitte um Meldungen zur Einverständnis. Okay. Protokollierst du? Super. A4449, Sascha. Ja, okay, dann fange ich mal das Thema an. Ihr kennt die Problematik der A4449. Im Detail eigentlich geht es mehr um die A49, denn die A49 ist ja erheblich kürzer und spielt drunter bis 9 Grad, wenn ich mich recht entsinne derzeit. Und dann ist Sabbat als Schicht. Ja. Was dazu führt, ist alles, was von NRW kommt, wahrscheinlich oben bei Diebelstadt von der 44 abbiegt. Ja. Und erstmal schön durch unseren Landkreis gondelt. Ja. Das mündet derzeit in vielen Blitzern, ja, weil das ist ja auch eine gute Einnahmequelle. Und geht weiter in Markus-Biedenkopf, wo es noch ein bisschen extremer ist. Da wird dann halt auch mit 30 Grad nach, danach so nachts oder mit 30 durch die Ortschaft rüber will. Weil die Anwohner natürlich auch ein Lärmproblem haben. Und weil ich das mitgekriegt habe, ist es im Schwalm-Niederkreis ja auch so, dass das komplett befürwortet wird, dass diese A49 ausgebaut wird. Ja. Hat halt viele Vorteile. A, es ist eine Direktverbindung, das heißt, die LKWs werden sich nicht mehr über die Landstraße, in der Bundesstraße gondeln, ja, die halt wirklich auch schon ausgelastet ist. Ja. Wir würden viel Geld im Land sparen, weil die Gemeinden Marburg-Biedenkopf und auch die Frankberg kriegen jetzt teils Umgehungsstraßen, ja, die gebaut werden. Ja. Man muss sich einfach die Frage stellen, was macht das denn noch für Sinn, wenn die das nicht fertig bauen würden, dann bräuchte man nicht erst Geld investieren und dann nochmal Geld investieren. Dann wird Geld verbrannt. Ja, das ist ja eigentlich totaler Unglück. Ja. Und ganz kurz anseiten zwischendurch, die Landkreis Kassel Veranstaltung fängt jetzt an. Jetzt schon drüben. Oder auch vielleicht 15:30 Uhr. Und aus diesem Grund stellt die Frage, ob wir uns gerade auf Nordhessen zum kommenden Programmparteitag für einen Ausbau der A49 aussprechen wollen. Ich weiß, dass es in Marburg eine kontroverse Meinung gibt, weil die Leute einfach befürchten, oh Gott, da geht es ja auf der B3 noch mehr ab. Ich sehe das noch nicht, weil die B3 so oder so die Enge ist, kommt jeder her. Da ist aber ein Faden darüber. Aber das könnte natürlich schon harter Tobak bezweifelt werden. Das ist auch nicht jeder in Marburg. Und da würde ich einfach auch generell, ich glaube, den Spaß ist auch angedacht, dass man jetzt Diskussion dazu eröffnet, dass da jeder so sein Thema so sein bisschen zugibt. Ob es da andere Meinungen gibt, ob es da vielleicht Ergänzungen zu gibt, zu dem, was ich jetzt gesagt habe. Es gibt halt noch ein Liquid-Feed-Feed dazu, wo man das mittlerweile auch durch, wurde bewusst angenommen. Ja, also das ist halt dieser Ausfall, dass man einen Schnellausbau der Autobahn einsetzen, sowohl auf dem Land ist, als auch auf der Bundesebene, wenn wir denn entsprechende Mandate bekommen. Also ganz so einfach ist es mit der A49 im Schwarz-Niederkreis nicht. Es sind durchaus nicht alle dafür, sondern große Teile sind dagegen, weil sie befürchten, sobald die A49 fertig ist, ist der Verkehr von Kassel in Richtung Frankfurt auf der A49 dermaßen stark, dass alle die Pendler, die jetzt aus dem Schwarz-Niederkreis auf die A49 fahren, genau das nicht mehr tun, sondern weiter über Land, über die 254, wie früher auch und wie jetzt zurzeit auch. Aber viele Anwohner erwarten, dass es genau das passiert, dass sie eher noch eine Umgehungsstraße brauchen, sondern überhaupt kein verbranntes Geld, sondern eher erheblich notwendiges Geld, wenn die 49 durchgebaut ist. Die wollen halt so definitiv Entlastung haben.
Wir sehen sie durch die Kosten der A41, ja, das ist ganz klar. Was du eben sagtest, bestand jeder Kreis, dass dort dann gerade nur Umgehungsstraßen nötig werden. Ja, das ist legitim, das stimmt. Was ich aber eigentlich meinte, war, dass bei uns momentan Umgehungsstraßen gebaut werden sollen. Und bitte könnte man sich einfach sparen, wenn die Autobahn fertig wäre. Oder? Das ist halt eben der Punkt. Ja. Da müsste man nicht in zwei Stellen gehen. Einmal für den Bau der Autobahn und einmal für den Bau der Umgehungsstraßen. Wir machen auch Pietenkopf und Waldung Frankenberg, ja, was ja schon eine ganze Menge an Holz ist. Das ist eine Frage, ich meine, letztlich hängt das ja auch an Schwein wieder. Wenn ihr sagt, nee, also wir wollen das Ding nicht, lasst das mal bloß weg, und wir sagen, wir wollen das Ding, dann sind wir halt erstmal nicht mehr auf der Linie. Das ist keine, das ist vielleicht auch schlimm, ja, aber ich will halt erst eine Position dazu auch in Richtung der Landtagswahl entwickeln und sagen, egal was kommt, weil man weiß es ja, egal, ne, wenn die Landtagswahl rum ist oder die Bundestagswahl rum ist, wenn da neue Wählerverhältnisse geschafft oder kann es auch passieren, dass man sich wieder dagegen gestellt. Ja. Und sagen, das ist ja jetzt die Priorisierung runter und jetzt machen wir wieder was anderes. Dass wir für uns sagen, ja, wollen wir das Ding überhaupt ausgebaut haben? Oder sagen wir, nö, das wollen wir nicht. Das finden wir total nö, das kann man nicht. Danke. Jetzt muss ich mich bitte wieder noch. Ja, ich darf mir noch eine ganz blöde Frage stellen. Ich verstehe das nicht, warum man sagt, wenn die gebaut ist, die Autobahn, und angeschlossen ist an die andere Autobahn, dann kommt noch mehr Schwerlastverkehr oder mehr Verkehr auf die B3. Es ist doch jetzt so, dass zwischen Jesberg und Marburg ein Laster hinter dem anderen fährt, weil die vermutlich nicht da über Hersfeld und den Pommer rüber wollen. Die fahren halt die B3, ist ja schön ausgebaut, bis Neuenkirchen sogar als Autobahn. Warum kommt dann, wenn die Autobahn fertig ist? Ich verstehe es einfach. Dann noch mehr Verkehr auf die Bundes- oder Landstraße? Das kann ich dir sagen. Also de facto ist es ja so, alles was aus dem Norden kommt oder aus dem Osten kommt, kommt dann irgendwann in den Kassel an und fährt dann im Prinzip 49 runter. Jetzt Richtung Frankfurt. Ja, so. Alles was aus dem Westen kommt, sprich aus NRW, ja, das fährt in der Regel momentan bei Diemel Stadt ab und kommt bei uns durch den Landkreis. Ja. Ja, so. Weil wir sagen ja, ob wir jetzt hier schon auf die Bundesstraße fahren oder dann bei Neuen fahren, da ist ja eigentlich schon ein Sprung. Ja, so. Und natürlich würde das eine Mehrbelastung bedeuten, aber eben auf der Autobahn, nicht in meinen Augen. Ja, so. Das ist eben der Punkt. Ja, aber darf ich noch mal nachfragen? Nein, ich war zuerst. Achso, ja. Ich habe auch nicht gesagt, dass es. Ja, doch, insgesamt doch. So, zunächst mal, wenn die Autobahn tatsächlich durchgebaut ist, dann kannst du bis zur A5, nicht nur bis zur G3 und dann Richtung Marburg. Wenn die richtig durchgebaut ist, dann. Ist nach Alsfeld oder so hingeht, so. Ja, eben nicht Alsfeld, sondern noch weiter. Runter. Ist ja egal, jedenfalls auch die A5. Dann wird befürchtet, dass die LKWs, die sich jetzt mühselig um die Kasseler Berge quälen und das hier für der Dreieck, dass die umso mehr über diese A49 fahren, weil es eben sehr viel schneller ist, als wenn sie jetzt momentan bis zum Ende der 49 fahren und dann über die B3. Das hält sie nur auf. Es gibt zwar Mordflüchtlinge, aber das ist egal. Aber befürchtet wird, dass eben noch viel mehr dann der Schnelligkeit wegen über diese A49 fahren. Und das wiederum heißt, dass die Pendler aus dem Schwarzwälderkreis nicht mehr auf die A49 fahren, weil das dann voll ist mit LKWs. Das bauen sie ja nur teilweise sogar schmaler aus als sonst üblich. Also fahren die wieder über Lande. Das gibt dann die stärkere Belastung auf den jetzigen Orts- und Kreisstraßen im Schwarzwälderkreis, nicht bei euch, also nicht im Waldeck-Frankenberg. Das sehe ich auch dann anders. Das sind doch dann nicht. Ja, das heißt, weil es mal vorankommt. Ich bin jetzt, muss ich gestehen, nicht in der Thematik so tief drin, aber weil sich gerade in meinem Fall verlautbaren lassen mit Maut. Also ich hätte jetzt auch, wenn ich jetzt Unternehmer bin, also von einer Spedition, dann will ich ja möglichst wenig Kosten haben. Und wenn ich als Land dem Spediteur die Möglichkeit biete, durch kürzere Wege, durch bessere Strecken, weil jetzt nicht mit Berge und sowas, mit Spritverbrauch und so weiter, oder auch Zeitersparnis. Wenn ich das dem Spediteur anbiete, dann nutzt er das. Wenn ich das richtig verstanden habe, wäre das Argument, dass wenn die das alles nutzen, diesen
Vorteil, dann haben die normalen Autofahrer das Nachsehen, weil die mit volleren Autobahnflächen haben und deswegen Stau und weiteres dann Flächen, also dass sie ausgebremst sind. Das heißt, dann das Argument von Sascha von vorhin, man investiert einmal in den Ausbau einer Autobahn, braucht sich damit dann die Kosten für die Jungstraße nicht mehr zu geben, stimmt nicht, weil ja eben die Strecke ja doch dann weiter durch Ortschaften, durch normale Autofahrer ausgelastet ist. Das heißt, an der Stelle, ist das denn die richtige Lösung? Ich habe eine Frage. Also gibt es nur die Lösung der Autobahn, des Autobahnausbaus oder eben muss man auf ganz andere Dinge vielleicht gehen? Also ich weiß nicht, Güterverkehr, ob das eine Alternative ist oder also in die Richtung, ob man da was attraktiver macht, um eben diese Belastung halt dann wegzukriegen. Aber wie gesagt, ich bin da überhaupt nicht in der Thematik drin. Ich versuche jetzt einfach mal so einen Gedanken quer mal reinzuwerfen. Vielleicht führt das zu was, und wenn ihr sagt, totaler Bullshit, ist auch okay, dann diskutiert in eure Richtung heute. Das liegt einfach daran, dass der Schwalm-Eder-Kreis, wo auch diese Autobahn ist und mehr genutzt wird. Wir sind aber bei Frankenberg, wir haben überhaupt keine Autobahn. Die müssen aber da runter und die fahren bei uns die Bundesstraßen lang, auch in Marburg-Biedenkopf. Da sind 7 oder 8 Orte, wo sie durch die Orte durchfahren. Die wollen seit 20 Jahren circa eine Umgehung gebaut haben, baut keiner. Also es wäre wirklich eine Erleichterung für die Anwohner. Was sie im Moment gemacht haben, clevererweise gemeine Wetter, da stehen 16 Blitzer. Tempo 30. Auf Tempo 30, ab 10 bis morgens 6 musst du da 30 km/h fahren. 30 Kilometer. Also wenn du... Ich möchte es so wissen, aber jeder etwas Ortsfremdere, der könnte da den Führerschein verlieren, ohne Probleme. Weil, ja. Und wenn die LKWs da nicht mehr lang fahren, irgendwann würde sich dann die Blitzer nicht mehr lohnen. Aber die haben einfach ein anderes Problem da, weil sie die Autobahn ja da haben und das anders dann nutzen als wir. Verstehst du, was ich will, Tumay? Ich frage mich halt, was wir in den Vordergrund stellen. Stellen wir in den Vordergrund den Lärmschutz der Menschen oder stellen wir uns einfach in den Vordergrund, dass Pendler zu ihrem Glück kommen? Also der Punkt ist, ich finde ein Auto, das an meinem Haus vorbeifährt, weil es gehört nicht so schlimm wie 30 LKWs. Ja, also das ist halt ein guter Punkt. Und der LKW produziert mehr Lautstärke, mehr Vibration, mehr kostet mehr Nerven. Und da bin ich halt einfach klar dafür, dass man sagt, sorry, nee, LKWs und Klasse bitte. Aber dann stellt sich das jetzt für mich so dar, dass man dieses Problem mit der Autobahn, das ist ja eigentlich nur ein Aufhänger für einen Kanon an verschiedenen Problemen. Ich weiß nicht, inwiefern jetzt hier diese unterschiedlichen Problematiken, die mit dieser einen Autobahn-Thematik verbunden sind, ob man die sich mal, auseinandergedröselt hat und eben pro, contra für jede dieser einzelnen, Gedankenstranges oder des Problemstranges mal Gedanken gemacht hat. Also würde ich jetzt rangehen, ja, also es wirkt so, als ob man nicht dieses Problem der Autobahn einfach nur mit einem wir bauen sie aus, wir bauen sie nicht aus beantworten kann, sondern man müsste sich im Grunde diese ganzen unterschiedlichen Nebenkriegsschauplätze, die man damit dann aufmacht, dann eben angucken und am Ende wirklich so eine Nutzen-Aufwand-Bilanzierung machen. Und natürlich auch den Punkt, den der Sascha sagt, was ist eigentlich für uns Piraten am wichtigsten von allen, auch wirklich an Gewichten, ja, von der Priorität. Ist es der wirtschaftliche Aspekt, ist es der Bürgeraspekt, also das persönliche Interesse der Menschen, die da wohnen. Und ich glaube, erst dann kann man ganz am Ende, wenn man das alles sich wirklich mal sauber angeguckt hat, erst dann kann man eine Entscheidung fällen. Weil sonst fällt man eine Entscheidung, wenn man die zu früh fällt, dann vergisst man irgendjemanden auf der Strecke und hat dann irgendwann vorne was aufgehoben, mit dem Hintern irgendwas umgestoßen. Also ich kenne jetzt die Situation,
ich sag mal, aus 40 Jahren Autobahnfahrt, ich bin jetzt ganz 30 Jahre Autobahnfahrt in Hessen. Die anderen Kurze ist seit fast 20 Jahren geplant, aber irgendwie wird die nie richtig fertig. Und trotzdem quälen sich die LKWs durch die Landstraßen. Und ich würde eigentlich aus diesen Erfahrungen heraus empfehlen, lasst uns lieber erst für Umgehungsstraßen, also in einzelnen großbefahrenen Städten stimmen und nicht eben bei der Bundes- oder bei der Landesregierung dafür sorgen, dass wir das ganze Geld hier zu beiden Positionen ausgeben. Wenn wir zunächst einmal die Umgehungsstraßen haben, dann haben wir schon mal einen Punkt durch, dass wir den Verkehr raus aus den Städten, wo er durchfährt. Und ich, also ehrlich, die bauen jetzt seit 20 Jahren an der A49 rum. Ich weiß nicht, ob es in den nächsten 20 Jahren was gibt. Ja, ich wollte mal die provokante Frage in den Raum stellen, ob wir überhaupt eine Position beziehen müssen, weil letztendlich ist es eine Geschichte der Bürger vor Ort und wir auch der überregionalen Interessen. Sollten wir Piraten nicht dort für Mechanismen oder Methoden entwickeln, wie wir da einen demokratischen Entscheid mit der Bürgerbeteiligung für alle betroffenen Menschen, sei es Pendler auf der einen Seite, Anwohner mit Lärm und Umweltbelastung auf der anderen Seite, finden können, weil letztendlich ist es die Problematik, A49, A44, eh nicht zu vergleichen mit dem Fluglärm am Frankfurter Flughafen, was Leute davon profitieren, was Leute davon geschädigt werden. Und dafür, für solche Konflikte brauchen wir demokratische Lösungen. Dafür sollten wir eintreten, nicht in die, sage ich mal, Anführungszeichen, ideologischen Fallen laufen, sich für eine Seite zu entscheiden, sondern zu schauen, wie kriegen wir denn intelligente Mechanismen am Start, zum Beispiel kreisübergreifende Bürgerentscheide, also nicht, dass das Land alle hessischen Bürger mit A49 entscheiden, dann würde sie gebaut werden, weil die paar Leute vor Ort, die die Minderheit darstellen, und da müssen wir einfach gucken, wie schaffen wir es im demokratischen System, Minderheiten zu schützen auf der einen Seite, aber trotzdem demokratisch legitimierte Mehrheiten auf der anderen Seite zu finden und dann brauchst du halt Instrumente. Und ich denke, da ist eigentlich unser Feld als Piraten gefragt, nicht die Positionierung auf der einen oder auf der anderen Seite. Weil dafür gibt es eine Frage. Darf ich noch was dazu sagen? Ja, da haben wir das Problem, Ralf, da müssen wir ins Land und müssen die hessische Gemeindeordnung ändern, weil auf Kreisebene kein Bürgerentscheid möglich ist. Wollte ich nur mitteilen. Ich weiß, ich habe es. Ich habe eine entsprechende Anfrage am Landesparteitag eingereicht. Das finde ich super von dir. Weitere Stimmen zum Autobahnausbau? Nein, eins noch. Wo ist das letzte Wort am Sascha? Nee, nicht. Es gibt nur eine Frage. Was wäre denn, also ich finde, was du gerade gesagt hast, sowieso ein primäres Argument. Die Linie der Piratenpartei zu sagen, hier am besten scheißt der Bürger selbst. Ja, wunderbar. Dann, weil ich glaube, das ist das Stimme, weil das ist so schnell umgesetzt wie das, was wir uns wünschen, wenn wir im Zweifel nicht mit Geduld kommen, die Entscheidung treffen zu müssen. Ja, auch wenn ich es anders lieber sehen würde. Mir geht es dann im Zweifel darum, wäre es denn denkbar, dass man halt mal im Kreisverband einfach mal einen VLG anstößt und sagt, so, bist du denn grundsätzlich dafür oder bist du dagegen? Das muss ja jetzt nicht erstmal festgezurrt werden, dass man einfach mal so eine Meinung erfasst. Ja? Das wäre halt so eine Idee, die ich dann vielleicht rausnehmen würde. Wobei ich glaube, das ist verfolgt, oder? Ja. Das ja. ist jetzt einfach nur ein Jahr gesehen. Nein, ich war tatsächlich vor. Ja, gute Idee. Und das bringt uns auch zum Punkt, dass wir alle dort sind. Wie viele Kreisverbände wären das? Oder wie viele Kreise? Schwalm-Edau, Waldeck-Frankenberg, Marburg-Biedenburg. Also jetzt sind wir ja hier nur Nordhessen. Ja, Marburg-Biedenburg würde aber auch dazu. Und schon sind wir da, dass die Grenzen werden auch nichts mehr tauchen. Jetzt müssen wir Marburg-Biedenkopf noch dazu nehmen. Finde ich eine gute Idee, weil ich habe da auch nicht wirklich. Also ich sage, gut, ja, nein, vielleicht, eher vielleicht. Weil ich habe die A49 bis heute nicht vermisst. Ich auch nicht, aber viele andere scheinen es auch zu wollen. Insofern finde ich gut. Ich nicht. Ja, also ich finde an der Stelle den Ralf-Ansatz eigentlich der ideale Ansatz ist und wir sehen nicht so sehr also dass wir uns den Druck machen lassen sollten, eben trotzdem eine Position dazu zu finden. Denn Gegner, man könnte genauso hergehen und sagen, naja, eigentlich liegt es an uns, die Notwendigkeit für eben auf kommunaler Ebene Bürgerentscheide einbringen zu lassen, das vernünftig zu kommunizieren. Und wenn wir das nicht schaffen,
Und da ist eigentlich dieser A49 Ausbau ein super Aufhänger. Dann nutzen wir, wo könnten wir nämlich den, ich sage jetzt mal, den Leidensdruck der Menschen nutzen. Das hört sich jetzt ein bisschen hart an, aber um denen klar zu machen und auch schmackhaft zu machen, dass das etwas ist, was ihnen helfen könnte. Weil wenn wir uns in diese, ich zitiere mal Ralf, ideologische Falle selber wieder reinmanövrieren, nämlich jetzt doch wieder so eine Entscheidung herbeiführen zu wollen oder zu müssen, weil uns irgendjemand vielleicht dazu fragt, dann nehmen wir wieder den Druck aus den Kessel, ja, und dann braucht man im Grunde wieder einen Aufhänger. Und wenn der nämlich weg ist, dann sieht wieder keiner eine Notwendigkeit, weil warum soll man das jetzt machen? Ist doch alles in Ordnung. Ich finde die Idee super, können wir sie machen. Ihr fragt mal Stimmen im Schwalb-Eder-Kreis, was die sagen zur A49, wie in Malik Bamberg, die in Marburg-Biedenkopf und machen einen Flyer draus. Für den Bürgerentscheid auf Kreisebene. Ja kannst du mit dem Thema Wahlkampf machen. Das Ding ist ja nicht nur Bürgerentscheid auf Kreisebene, sondern das ist ein Bürgerentscheid, das ist also kreisübergreifend, also dass die Kreise Kassel, weil der Langenberg, Umarburg, Biedenkopf als Anrainer starten, sage ich mal, alle zusammen, das ja. Ist die gefragte Masse der Bürger, das sind die Bürger, die sind, die dürfen darüber entscheiden. Ja, aber ein Flyer dazu, bitte. Ja, Bombe. Ich bin dabei. Frag mich an, wo das Design drin passt. Ja, Schau das habe ich da jetzt drin. Das ist drauf. Achso. Noch schlimmer. Oder gibt es irgendein Entscheidungsbedürfnis gerade? Gibt es jemanden, der eine Frage hat, würde ich gerne die Meinung der das noch mal erfahren würde? Dann würde ich das Thema mal jetzt beiseite legen. Und ich finde, das ist ein Aufbau. Du musst ja also entscheiden, was es geht. Wir sind an dem Punkt, dass die GNK Petroleum eine Anfrage an die Landesregierung gestellt hat, in diesem Fall das RP Darmstadt. Das RP Darmstadt ist die zuständige Behörde zur Überwachung des Bergbaurechts. Und da steht momentan, wie gesagt, der Antrag zur Probebohrung im Gebiet Adlerstau. Ja, das ist also alles hier so Kassel-Land, Kassel. Stück, der Meister, wenn ich mich recht entsinne, bei der Frankenberg und Schwalm-Eder. Die Frage ist, und ich glaube, da brauchen wir gar nicht drüber debattieren, auch die Piratenpartei zu einer Position, wir gehen Fracking ab. Punkt. Das haben wir beschlossen. Jo, das haben wir definitiv beschlossen. So, die Frage ist jetzt, wie koordinieren wir das? Weil es wirklich schon bei der Frankenberg, zwei Bürgerinitiativen, ich weiß, das in Kassel, leider ist der Volker gerade nicht da. Dass der Sven irgendwas mit der Bürgerinitiative macht. Genau, dass da irgendwas läuft. Wie koordinieren wir das, wenn das aktuell wird? Ja, das ist halt eine primäre Frage, wie wir damit umgehen, was wir da machen wollen, wollen wir überhaupt was machen, so sagen wir, dass es einfach alles so unbedingt. Ja? Oder wollen wir da halt auch mal massiv mit rangehen und sagen, jetzt hier bei Ihnen Gedanke und jetzt hier mal Bürger, liebe Bürger, wir wollen, dass da euer Einfluss steigt und da halt auch die Bürger wieder mit. Gibt es da Ideen, Vorschläge von Herz? Ich denke, das erste Wichtige wird sein, dem Bürger überhaupt zu erklären, was das ist, und zwar so, dass er es versteht. Für mich ist das kein Problem. Ich komme aus dem Chemiebereich, also von daher weiß ich genau, was da passiert. Aber das so deutlich zu machen, dass die Leute wirklich wissen, was passieren kann, beziehungsweise auch passieren wird, wenn man sich halt Bergbau ansieht. Ich möchte, wenn das gerade anfällt, da bei der Gelegenheit darauf hinweisen, dass ich glaube, Darmstädter Forscher an einem Fracking-Verfahren, das ohne jede Chemikalien auskommen soll, arbeiten. Das heißt nicht, dass ich das gut finde, das mal als Information, das Chemie-Argument könnte auf absehbarer Zeit ausfallen. Wenn du aus der Branche kommst und dass du das verloren hast und das Gefühl hast, dass das Thema nicht gut kommuniziert ist, oder ein, ich sag jetzt mal, jemand, der sich mit der Thematik nicht so gut auskennt, einfach sich so
verstehen kann. Was müsste denn passieren aus seiner Sicht, dass wir das hier konkret machen, damit das eben besser vermittelt wird? Also jemand, der schreiben kann. Das steht schon im Kompass im Neuen. Ja, ist das nicht der richtige Vorgehen? Müsste man den, ist der Bericht gut? Ja. Der ist super gut. Wäre das dann unsere Aufgabe, möglichst diesen Kompass breit zu streuen? Wäre das eine Möglichkeit? Wollschlag. Also, weil ich bin jemand, der einfach dieses Spruch hier, ich weiß nicht, wer es war, aber dieses Machen statt Labern. Ja? Also, das eine ist, darüber über die Themen zu sprechen, das ist total wichtig, damit man Verständnis bekommt. Das andere ist, konkret auch zu gucken, wie kriegen wir die Sachen angegangen. Und wenn man mit einfachen Mitteln, wenn das Material taugt, ja, dann Dinge voranbringen können, dann glaube ich, wäre es vielleicht hilfreicher zu gucken, wie kann man, sag mal, Kampagnen fahren, um aufzuklären. Weil für mich sind die Piraten eben auch dafür da, die Menschen aufzuklären, damit die selber entscheiden können. Was wir tunlichst vermeiden sollten, ist, das, was die etablierte Politik macht, nämlich auf alles eine Antwort parat zu haben oder haben zu wollen. Weil dafür sind viele Themen einfach zu kompliziert und man kann nicht immer für alle anderen reden. Die Menschen sind alt genug und reif genug, die brauchen vielleicht die Informationen, damit sie die Entscheidung für sich treffen können. Also ich sehe uns eher als Scharnier, ja, zwischen den Experten und den, die davon betroffen sind. Aber es war eine persönliche Sicht, die kann jeder anders haben. Aber wenn wir Material haben, dann hilft das ja vielleicht schon. Wie du sagst, da gibt es mal Verfahren. Ich kenne mich in der Thematik mal wieder nicht aus. Ne? Vielleicht müsste man das. Vorstand. Aber ihr wisst, was ich meine. Das ist eigentlich einfach für euch eine Idee, dass wir aus dem Material, aus dem Kompass, einmal einen kleinen Flyer so in Jamo auflegen und dann so eine Microsite-Veröffentlichung, die gerade bei Essen aufsetzt, wo das Thema präsentiert wird. Und dass der Flyer verteilt werden kann in den Infoständen, die ja zahlreich in Nordhessen aufgrund der Vernetzung gemacht wurde. Und dann einfach auf diese Microsite weiterzuleiten, wo einfach das Thema nochmal ordentlich mit der Hilfe von, ich habe den Namen leider nicht verraten, von Arne immer ordentlich aufbereitet wird, plus die Position der Piratenpartei, die von der Finanzpartei geschlossen wird, dort zu präsentieren und eventuell auch den Ausblick zu geben, weil ich habe es nämlich auch gelesen, dass, dass die Chemikalien durch Sand ersetzt werden sollen und Sand gemischt. Dass man da in die Richtung, ich meine, wir sollten nicht irgendwas Zukunftsverweigerer irgendwie gebrandmarkt werden, aber das hat eventuell trotzdem sicherlich Risiken aus dem Bergbau und der Geschichtsverschiebung, Kleinstverschiebung sonstige Klarheit gibt, dass man das halt auch auflistet und auch trotzdem weiterhin an dem Thema informiert. Aber beides sind schöne Dinge, die ich gerade gesagt habe. A, muss sich jemand machen und B, muss sich jemand verantwortlich für die Gäste zu machen, den anderen, ich tue es mal vor dem Haus, sie anzuschieben. Genau, ich würde jetzt auch mal deswegen Saschas Rolle übernehmen oder Saschas Anstoß übernehmen. Diskussionsbedarf gibt es bei Fracking, glaube ich, von anderen Diensten. Also da hatte ich auf den ganzen Sachen auf der PPH, wo das diskutiert worden ist, den Eindruck, es gibt wenig Dissens zu klären. Ja. Es gibt offensichtlich auch über die Piraten Hessen hinaus wenig Dissens und es gibt irgendwie Material. Das heißt, die Frage, die Sascha aber gestellt hat, wie koordiniert man jetzt die verschiedenen Baustellen? Will man die koordinieren? Das heißt letztlich, wer würde sich diesen Schuh anziehen? Die bleibt nach wie vor, steht im Raum. Die wird auch nicht ersetzt dadurch, dass man an den Vorständen vorhandenes Material unter die Leute bringt. Und da möchte ich gleich nochmal darauf zurückkommen, die Frau hat sich auch gemeldet, ob wir mit einem Ergebnis im Sinne des Anstoßenden, also von Sascha hier rauskommen, dass es irgendeine Form von Zuständigkeit. Ich habe nur eine Frage. Also Bürgerentscheid auf Hessen, weit gibt's. Wie hoch sind die Hürden? Weiß das wer? Er weiß es nicht. Du brauchst 5% Unterschriften, damit das Bürgerbegehren überhaupt gestartet werden darf und dann 10%, die unterschreiben müssen. Ja, und wie viel mehr das? Was ist einer zufällig? Eine ganze Menge. 40.000, glaube ich. 5%? Nee, das müssen mehr sein. Mehr. 5% zum Starten, 10% zum Weitermachen, zum Abend, wie läuft nicht Hessen? Wie viel Einwohner gibt es denn jetzt? 2 Millionen, also 6 Millionen. 6 Millionen. 6. Ja, ja, ja.
Sie haben alle durch Urhessen gezählt. Eine Viertelmillion aufwärts. Eine Viertelmillion aufwärts zum Start. Erwartet sich hier anscheinend. Es gab in Hessen noch keine Bürger interessiert. Wer vielleicht mal zusammen. Weil es betrifft Sauktiere, wenn man jedem, den ich das bisher erklärt habe, der hat gesagt, sowas auf keinen Fall. Es hat bis jetzt noch keinen. Und es gibt so viele Bürgerinitiativen, wenn wir uns alle bündeln, wäre das vielleicht mal der erste Bürgerentscheid, den es mal wirklich geben würde. Koordinieren, ja. Ich will euch noch ein kleines bisschen ärgern. Wir haben ja gerade diese Verwaltungsgerichtsurteile für Karin und Salz gehabt, die alle sagen, das Zeug da unten in die Ecke zu verbringen, ist eigentlich unbedenklich. Ne? Eigentlich. Ja, ja, doch ja eigentlich. Ja, Schluss mal zu reden, aber. Ja. Haben Sie das bei der Asta auch mal erzählt? Sicher? Flucht, Flucht, dann haben wir den 100. Ja, ja. Gut, wir kommen nochmal zurück. Ja, ja, genau. Kann nie was passieren? Also ich bin durchaus bereit, als Ansprechpartner für dieses Thema zur Verfügung zu stehen, um das zusammen zu bündeln, kein Problem. Also ich bin dafür, was zu machen. Das Hauptanliegen des Initiators dieses Themas schon mal erreicht werden. Ja, kann ich doch. Ich denke schon, wenn wir wirklich nachdenken, wir können natürlich auch das ganz dicke Brett rausholen. Piraten aller Länder vereinigt euch, das wär's doch mal. Der Vorteil der europäischen Initiative ist, man kann sie online bezeichnen, während es bei Bürgerentscheid in Hessen alles schriftlich ist. Das heißt, die Reichweite ist einfacher zu schaffen. Dafür ist natürlich die Hürde mit 1 Million Unterschriften aus 7 Mitgliedsländern. Aber es wäre sicherlich ein Auftrag, den man vom Landesparteitag aus, zum Beispiel den Bundesparteitag tragen kann, den dann auch der europäische Piraten. Ich bin dafür. Da könnte sich jetzt unser Ding gewinnen. Viele Bürgerinitiativen, Umweltverbände und so weiter und so fort. Also sagen wir, wenn wir eine Vision haben, können wir das Ding auch auf die europäische Tage setzen. Ich bin dafür, ich finde die Idee prima. Die Idee ist gut, man muss allerdings ehrlicherweise sagen, dieses europäische Bürgerbegehren ist nicht so scharf wie unsere Bürgerbegehren oder Volksbegehren. Der Europäische Rat kann das zum Thema machen, kann, muss es aber nicht. Und der Rat kann sagen, ja okay, ihr habt jetzt es gemacht, aber es interessiert uns nicht und schiebt es einfach zur Seite. Ich meine, wir haben natürlich durch die Kampagne und die Unterschriftensammlung eine große Öffentlichkeitswirkung. Ich vermute mal, Sie können das Thema dann vielleicht nicht ganz zur Seite schieben, aber man muss es im Blick haben, dass das europäische Bürgerbegehren nicht so scharf ist. Und man darf dann halt auch nicht zu große Erwartungen dann da reinsetzen. Nein, aber der Bund ist doch einfach mal anzufangen, was zu tun, nur zu probieren. Ja, ich möchte nur mal darauf hinweisen, wenn wir in Hessen ein Bürgerbegehren starten wollten und da eine 1/4 Million Stimmen aufwärts brauchen, heißt das, dass jeder Pirat in Hessen 100 plus Unterschriften sammeln muss. Nur so zur Verdeutlichung der Größe. Was macht ihr so viel da? Unterschriften sammeln. Und wenn einer aus wir haben jetzt auch 800 Unterschriften mehr sammeln, wenn 1000 Piraten 100 Unterschriften schaffen, müssen wir jeweils 200. Aber bei der Frage des Brechens. Und das wäre noch eine sichere Bank. Aber bei der Frage des Brechens, da haben wir mit Sicherheit auch die Unterstützung der anderen Parteien. Im Stadtparlament hier in Kassel haben alle Parteien gegen Fracking in Kassel gestimmt. Also da stehen wir mit Sicherheit nicht alleine. Ich weiß nicht, wie das in den anderen Kreisen ist, aber ich vermute, dass die meisten anderen Parteien, gerade auch die Grünen, dagegen sind. So, eine kurze organisatorische Ansage zwischendurch im Raum nebenan. Wird jetzt gewechselt von Karin zu Kommunalpolitik. Wen das mehr interessiert als das, was hier passiert, der mag jetzt geschoben werden. Aber wir machen ja auch Kommunalpolitik. Du brauchst dann auch nicht wieder.
Hast du eine Stimme oder Frage? Meine Frage ist, was ist das für eine Frage, die drüben, wenn ihr auch eine Frage gibt? Ich weiß nicht, was das ist. Das da geht es ohne Mandat. Die Bürger gerne zum Beispiel. So wie wir das da hier tun, ohne Mandat. Auch wenn ihr dann aus direktem Mandatsträger. Ja, falls ihr uns. Stimmt. Wir haben einen Ansprechpartner, wir haben die Vision, dass da vielleicht ein Bürgerbegehren draus wird. Ich würde dann jetzt, wenn du sagst, ziehst du das mal grundsätzlich an. Vielleicht stößt du auf der Nordhessenliste einfach mal die, genau den Betrieb dieses Bürgerbegehrens-Idees an und schaust mal, was an Stimmen kommt, was sich entwickelt und so weiter. Ich würde vorschlagen, dass wir daraus einen Antrag für den Landesverwalter in Frankenberg generieren, dass wir uns quasi als Landesmitgliederversammlung den Auftrag geben, dies dann zu initiieren, sei es ein hessisches Bürgerbegehren oder vielleicht sogar die Organisation zu nehmen. Vielleicht kann man es auch als Alternativen präsentieren, aber ich finde es halt immer ganz gut, wenn wir uns selbst beauftragen mit solchen Dingen, von dem unser Programm, beispielsweise des Frackings, nicht nur auf rotem Holz irgendwo hoch steht, was wir an Freiheit verteilen, sondern dass wir uns aktiv dafür auch einsetzen. Und das ist aber so ein Ding, gerade aus der nordhessischen Ecke, als Initiative, würde ich sehr gerne sehen und helfe auch gerne mit, das zu formulieren. Ja, also wenn du die Koordination übernimmst, ich sehe auch, du wirst direkt die Frage mit Schneider für die Formulierung und Programmanträge zu haben. Dann würde ich, danke, ist das ausgefallen. Wir machen hier Kommunalpolitik, nur so. Es geht ja auch ohne Mandat. Haben wir ja auch. Hier sitzt kein Mensch mit Mandat, die Mandatsträger haben den Raum verlassen. Ach so. Ja. Okay, gibt es noch Meldungen zu diesem Themenblock Fracking gerade? Oder gibt es von jemandem noch das Interesse, zu irgendeiner Frageformulierung eine Meinung der Meinungsbildung der Versammlung einzuholen? Gut, dann würde ich den Block auch mal jetzt als abgeschlossen betrachten und mache weiter, weil die alle letztlich von der Interessensbekundung vorhin ähnlich waren, mit den nächsten beiden Energiethemen, Photovoltaik und E.ON. Vielleicht erst Photovoltaik, egal sein. Wer fühlt sich da berufen, um das zu sagen? Keine Ahnung. Wir hatten das dann aufgeschrieben. Gut, also wenn sich keiner. Wenn sich dazu gerade keiner interessiert, etwas zu sagen. Es ist bei uns in Nürnberg gerade Thema. Ein Gelände, was neben der seit 20 Jahren aufgegebenen Bundesbahnstrecke liegt, ist als Photovoltaikplatz, Solarpark gewidmet worden und hat jetzt der Raumplan diese Formulierung gekriegt, obwohl es sehr viele Leute gibt, die sagen, nein, das ist dummes Zeug. Freistehende Solarparks dürfen nur da gebaut werden, wo die Flächen total ökologisch belastet sind, ehemalige Panzerübungsplätze oder sonst irgendwas. Und ansonsten ja, gibt es offensichtlich sehr viel Nachträge. Aber die Frage ist, ich habe das hier noch nicht aufgesagt, nur wird das gerade sehr besprochen. Ist es richtig mit diesem Energieeinspeisungsgesetz? Gelder aus Solarparks, die auf eigentlich ackermäßig nutzbaren Flächen errichtet wurden, einzuspeisen, dass wir alle zahlen, oder ist sowas Schwachsinn? Das, glaube ich, ist momentan ein Thema. Ja, es gibt ja vielmehr Phasen der rechtliche Frage, sprich, wie grätscht das Land Hessen im Zweifel noch dazwischen, wenn jetzt solche Ausschreibungen für solche Solarparks angelangt sind? Das war ja Volker, ist da eigentlich, soll ich den vielleicht verholen? Ich habe da gerade was anderes zu tun. Schieben wir das auch später. Ja. Okay, ja, schieben wir es auch später. Anscheinend ist da gerade eine Personallücke. Also verschieben wir es, bis Volker wieder kommt. Okay, ja. Das Ganze ist ausführlich. Rückkauf, ja, bitte. Wessen Thema?
Frage auch Volker. Frage 5 jetzt was zu sagen, aber also es ist auch ein Kreislauf für das Thema, aber ihr wollt privat. ÖPNV, wessen Thema? Willst du? Ja, du hast dich doch gerade gemeldet oder soll ich das sagen? Ich kann auch sagen, ist mir egal, gib mir ein Mikro. Traurig. Ja, ich weiß nicht, wie es in Schwalm-Eder und in Ramalta oder so ist. Ich meine, Kassel wird wahrscheinlich mit dem ÖPNV das kleinste, geringste überhaupt kein Problem haben, außer, weiß nicht, ist ein bisschen zu teuer oder Taktung. Wir haben Orte, da fährt einmal am Tag ein Bus hin, wenn man Glück hat. Der kostet dann so 6 Euro eine Fahrt nach irgendwo. Zurück kommt man gar nicht. Unser Kreis will jetzt auf 30 Kilometer eine Bahnstrecke hoch mit 12 Millionen. Unser Kreis hat keine Ahnung, welche Fahrgastzahlen sie haben. Sie haben eigentlich überhaupt keine Ahnung, außer dass sie Geld ausgeben wollen. Und der Rest des Kreises hat einen ÖPNV, der quasi nicht vorhanden ist. Jetzt ist die Frage, was kann man ändern? Also die Problematik ist bei uns im Schwalm-Eder fast genau die gleiche. Wir haben zwei, drei gut ausgebaute Bahnlinien, an denen mehrere Orte liegen, Barbaden, Schwalmstadt, wenn ich Strecke kenne, die bis Kassel hoch gut ausgebaut sind. Ansonsten ist die genau die gleiche Problematik da. Und es gibt eine Initiative im Bereich Eder, Schwalm und noch so Flüsschen, die sich mit dieser Thematik auch beschäftigt. Da haben wir mal teilgenommen an einem Diskussionsabend, wo auch Ideen entwickelt worden sind. Angefangen von Carsharing mit zur Verfügungstellung, dieses Fahrradmobil, wie wir das hier in Kassel haben, das Konrad ähnlich. Dann wurden vorgestellt Ausbau der Bürgerbusse oder ähnliches, wie es heißt. Ich denke mal, das geht da schon in die richtige Richtung. Nur die Problematik mit diesem ÖPVN haben die genau wie in den anderen Kreisen auch. Ja, diese ländlichen Landkreise sind da echt nicht im Start getroffen. Also ich gehe da konträr eigentlich, weil ich da viele schlimme Probleme sehe. Und zwar mit dem demografischen Wandel. Ja. Wir haben Energiekosten, die langsam aber sicher extrem explodieren. Ja. Die Stadt hat da keine Probleme, in der Regel nicht. Wir haben einen gut ausgebauten ÖPNV. Und das führt dazu, dass wir noch mehr Landflucht haben werden. Ja? Einfach weil Mobilität das Wichtigste überhaupt ist. Also in den Dörfern, in den Städtchen nimmt die Infrastruktur ab. Ja? Es gibt, wo es früher den Handel immer Laden gab, den gibt es nicht mehr. Hier kommt also Else B., 85 Jahre, ja, jetzt zu ihren Lebensmitteln, der Kinder schon irgendwo anders. Ja, das ist ein Mobilitätsfaktor. Mobilität ist ein ganz zentrales Thema, was wir uns in der Art und Weise kümmern. Die eigentlich den Abend schon fast sprengt für unser kleines Gruppchen. Ja, das ist halt wirklich so. Und da muss halt richtig was passieren. Weil, wie gesagt, wir werden auch, ne, diese Vergleiche gibt es ja immer. Ne? Ja, auf dem Land sind die Mieten billiger. Ja, ist richtig. Aber durch die Energiekosten, die du aus deiner Arbeitsstelle hast, wird der ganze Scheiß schon wieder aufgefressen. Also, wie erhalten wir ländlichen Raum? Ja? Und als ÖPNV, eines, sprich Mobilität, eines der zentralsten und elementarsten Themen. Und das ist, ja, meine Sicht der Dinge. Ja, da habe ich noch ergänzen, weil wir hatten am meisten Kreis nämlich gerade über den demografischen Wandel, beziehungsweise über die Ausbildung der Ärzteschaft unterhalten. Und verstärkt das Thema eigentlich noch. Das heißt, wer kommt als Älter und dann nochmal zum Arzt, wenn die Ärzteschaft nämlich immer weiter weniger wird? Und das gehört dann auch wieder mit zum öffentlichen Personennahverkehr. Also da geht es ja generell um Versorgung, und zwar mit unterschiedlichen Dingen. Das ist nicht nur ein Mobilitätsproblem, sondern letztendlich auch, wie komme ich an Dienstleistungen und Waren ran? Ich muss ja nicht immer dahin fahren, es gibt ja auch den anderen Weg. Ich kann ja auch mobile Möglichkeiten, haben wir zum Beispiel bei uns auf den Dörfern, wir haben so einen Einkaufswagen, der fährt halt auf die Dörfer. Ist dann von morgens, weiß ich nicht, 7 Uhr unterwegs bis abends um 10. Das würde genauso ein Überlegen erfordern, ein Konzept dafür zu entwerfen. Also was das Thema Versorgung angeht,
hatte ich jetzt nur letztens einen ganz interessanten Artikel, da ging es um die, in Anführungszeichen, Wiederbelebung der Tante-Emma-Läden. Dass das, was das Versorgung angeht, das wird nicht in jedem Dorf sich lohnen oder möglich sein, aber in einigen Bereichen wird das jetzt schon probiert. Da ist auch ein größerer Konzern jetzt mit eingestiegen, Tegut. Die machen das jetzt wohl. Also ich habe mich da jetzt noch nicht so genau mit befasst, aber die haben eben ein Konzept entwickelt, um ihr Konzept, was sie im großen Laden haben, ich denke mal, Tegut wird ja jeder wahrscheinlich kennen, eben in einem kleinen Laden, wo dann auch die gesamte Sortimentbreite gebildet wird, nur halt mit weniger Produkten zur Auswahl dann. Und das rechnet sich, zumindest dann eben teilweise. Und es gibt ja auch andere Konzepte von Vereinen oder Bürgerinitiativen oder ähnliches, die dann eben im eigenen Besitz dann eben solche Dorfläden eben wieder aufleben lassen. Und deshalb würde ich also auch diesen Punkt ÖPNV eben auf den Gesamtpunkt Versorgung ausdehnen und nicht nur die Versorgung mit Fahrzeugen, sondern eben auch die Versorgung mit Dienstleistungen generell. Da zählen dann eben auch die Ärzte mit zu. Also das ist ein Gesamtproblem und eben nicht nur auf den Bus oder die Bahn beschränkt. Ich glaube, ich jetzt Baller von mir, oder? Okay, dazu gibt es lustigerweise schon was und da würde ich jetzt einfach nochmal eine Beteiligung bitten. Es gibt den AK Landrat. Und der steht momentan ein bisschen ganz alleine da, weil irgendwie ich dann irgendwann am Ende nicht alleine eine Telefonkonferenz war und die grausame Musik unseres Techno-Servers anhören müsste. Das macht mir nicht Spaß. Darum geht es. Es geht darum, Konzepte und Chancen für den ländlichen Raum zu entwickeln. Weil ich glaube, ganz ehrlich, dass man im demografischen Wandel mit Willen, zumindest der demografische Wandel ist da das falsche Wort, demografisch bedeutet ja auch, dass die Leute älter werden. Aber dass man zumindest die Landflucht aufhalten kann, wenn man eben entsprechende Lösungskonzepte und Chancen entwickelt, um diesen Bereich des ländlichen Lebens wieder attraktiv zu gestalten. Ja, der ländliche Raum ist in der Sekunde ausgestorben, wo wir uns globalisiert haben, industrialisiert haben. Ja, Lebensmittelindustrie, bestes Beispiel dafür. Früher gab es auf jedem Dorf, ich kenne das aus meiner Kindheit, da sind wir auch mal morgens mit zum Bauern von dem angegangen, wir haben sie keine Milch geholt und da gab es erstmal schöne frische Milch. Also, gibt's halt nicht mehr, ja. Also müssen wir überlegen, wie wir diesen ländlichen Raum umgestalten, wieder zu etwas, was lebenswert ist, was Spaß macht, wo man nicht darauf angewiesen ist, da irgendwo festzuhängen. Und da würde ich jetzt halt an dieser Stelle nochmal ganz explizit aufrufen, diesen AK Landratten schnellstens dringend wieder zu beleben. Und ich würde darum bitten, dass jeder, der Interesse hat, nachher nochmal zu mir kommt, dass wir was vereinbaren können. Ja, das kann ich nur unterstützen. Zu den Themen, dass man statt eines funktionierenden ÖPNV also nicht die Bürger zur Dienstleistung fahren lässt, sondern den Arzt zum Bürger oder den Verkaufswagen zum Bürger, das kollidiert meines Erachtens nach mit so Grundprinzipien wie Recht auf freie Arztwahl, Recht auf freie Lebensgestaltung und führt tatsächlich zusätzlich nochmal zu Lebensraum zweiter Klasse und Bürger zweiter Klasse, nämlich die 80-Jährige. Das bringt mich aber wieder auf das Thema, was sich tatsächlich, was sich über Kommunalpolitik dann hinaus bewegt, nämlich die Definition von der Aufgabe von Grundlagen staatlicher Daseinsfürsorge, die wir vielleicht dann mal diskutieren sollten, breiter gesellschaftlich diskutieren sollten und dann die Frage stellen, wenn wir die Grundlagen denn kennen, unter Aufbringung welcher Mittel und unter Umständen welcher Defizite muss denn öffentliche Hand dann verpflichtend dafür sorgen, dass jedem das gleiche Recht gewährt werden kann. Und zwar verbindlich. Da Gesundheitspolitik unter uns. Michael, ich glaube, das orientiert sich auch später immer in der Realität der Machbarkeit. Das heißt, politisch durchsetzbar ist nur etwas, was auch einigermaßen sinnvoll erscheint, aber dieses gleiche Recht für alle kann ja einfach, kostet ja wahnsinnig viel Geld, wenn es an der einen Seite vorhanden ist und auf der anderen Seite nicht. Aber in Bezug auf die Pflege, wo ich arbeite, sind ganz viele Konzepte, die gerade in die andere Richtung gehen. Dass sehr, sehr viele ältere Menschen, die alleine wohnen,
die Großstadt überhaupt nicht mehr leisten können, weil München, Frankfurt einfach zu teuer ist. Dass die Zukunft in der Pflege zumindest gesehen wird, in alten WGs auf dem Land. Erstens sind die Leute nicht mehr alleine, können sich, das wird jetzt ab Januar vom Staat und der Krankenkasse gefördert werden. Das ist schon jetzt so geworden, dass es Senioren-WGs gibt mit mindestens 3 Personen. Und zwar mit 4 Personen. Da gibt es auch ganz gute staatliche Zuschüsse. Und zwar geht es davon aus, dass verschiedene Krankheiten zusammenkommen. Das heißt, der Inde, derjenige, der nicht so gut zu Fuß ist, dass die aber noch Ressourcen haben und sie gegenseitig helfen, die anderen Ressourcen des anderen auszugleichen. Zusätzlich mit einem Pfleger. Und da kannst du natürlich in Zukunft, wenn es so weitergeht, gerade in eine Richtung kommen, dass es praktisch eine Flucht in Anführungsstrichen von der Stadt aufs Land geht, einfach nur wegen den Kosten. Das könnte dann fürs Land selber auch eine Chance sein. Ja. Nicole, eventuell ist Sascha, ich möchte nicht, ob das Rückzug ist. Ja, das mit den Zuschüssen auf jeden Fall. Also ich finde es auch immer sehr interessant, wenn unsere FDP was von wir sind nicht betriebswirtschaftlich redet. Also ganz ehrlich, wer in einer Kommune oder in einem Staat betriebswirtschaftlich denkt, der hat es nicht. Also da müssen wir nämlich alles abschaffen, Bildung, ÖPNV, schaffen wir alles ab. Rechnet sich nämlich alles nicht. Wenn die Kommunen darüber nachdenken, die Ärzte zu zuschüssen oder was weiß ich, der Kommune gehört die Praxis, der Arzt ist da, würde es sich wahrscheinlich lohnen. Oder das würde den Ärzten dazu kommen, dass sie aufs Land kommen. Sascha? Ja, irgendwann gibt es ja in den Städten auch keine Praxen mehr. Es gibt aber noch verschiedene Sascha? Also wir müssen uns mal im Klaren sein, was dann da passiert. Ja? Also erstmal ist es so, dass wenn wir immer mehr auf dem Land wegnehmen an Infrastruktur, wird die Lage immer schlechter. Und das findet ja statt mit der Begründung, naja, das rentiert sich ja gar nicht. Ja? Das heißt, wir tun Infrastruktur abbauen, weil es sich ja angeblich nicht reduziert und machen damit das Landleben noch unattraktiver. Das ist ein ganz klarer Fall. So, und was Michael sagte, ist zwar eine nette Idee, aber ganz ehrlich, ganz kurz mal, wer kriegt denn die Zuschüsse? Kriegt die der Unternehmer bzw. diese Gruppe? Oder welche Themen? Und was ist das? Es gibt Zuschüsse für diejenigen, die das Ganze initiieren. Es gibt Zuschüsse pro Person, pro kranken oder zu pflegenden Person. Und es gibt einen Zuschuss dafür, dass das Ganze ins Laufen kommt. Das heißt, es ist so attraktiv, in Anführungsstrichen, dass es sich für jeden lohnt, der von Anfang an dabei ist. Es ist aber auch nur ein bestimmtes Kapital. Das heißt, nur die Ersten, die da sind, können aus dem Vollen schöpfen. Deswegen ist es gerade auch so, dass hauptsächlich die ganzen Leute, die jetzt schon die Seniorenbetreuung haben, ihre ganzen getreuten Wohnsachen umstellen, indem sie ein anderes Kind geben, dem Kind einfach einen anderen Namen geben und die ganzen Subventionen und die ganzen Förderungen, die eigentlich gedacht sind für neue Projekte, erstmal abtreiben. Ja, super. Lass erstmal hier nicht, würde man gleich nochmal drauf machen. Ich finde das sehr, sehr schlimm, was da, glaube ich, passiert, weil wir eine Verlagerung von kranken Menschen in ein unattraktives Gebiet machen, ja, das auch noch von Unternehmen bezuschusst wird. Wir fahren kranke Leute im Prinzip in Wohngemeinschaften. Also das ist eine Sache, die in meinen Augen, wenn es so wie es sich das behandelt, No-Go, ja. Und wird im ländlichen Raum, du musst auch mal überlegen, das Problem ist, wenn wir diese ganzen Leute hier haben, wir brauchen ja noch eine Generation, die pflegt. Ja, und da was macht. Also das ist ein höchst kritischer Punkt, finde ich. Also das ist ganz, ganz gut. Was bezeichnest du den ländlichen Raum selber als eher unattraktives? Ja, ist Matthias, dann ist ich da auch. Ist noch. Sonst komme ich nicht mehr dazu. Ich wollte nur ganz kurz was sagen, ich arbeite in der Betreuung auch in Altenheim. Und wir hatten letztens eine Podiumdiskussion, da war die SPD da gewesen, die machen sich auch Gedanken darüber, wie das weitergeht auf den Ländern, die haben Statistiken vorgelegt und, dass das halt ausstirbt, die Leute werden älter, die Jungen gehen weg und
was diesen Nahverkehr betrifft, sind die der Meinung, es müssen weiter ausgebaut werden. Ich denke, das sollte man einfach beibehalten. Jeder hat das Recht, da zu wohnen, wo sein Haus steht und wo seine Heimat ist. Und es muss einfach ein Nahverkehr da sein. Und auch unsere Kreistagsabgeordnete hat gesagt, also wenn ich mal später Eltern bin, dann möchte ich doch zumindest in die Stadt zum Arzt fahren können, wenn ich das will. Das heißt, wenn ich morgens ausschlafen will und will um 12 in die Stadt fahren, dann möchte ich das dann auch bewusst werden. Ich denke, der Ausbau des Nahverkehrs ist wichtig. Sollte man das im Augen verlieren. Sabine. Ja, also ich wollte den Sascha vollständig zustimmen. Mir ist eine polemische Formulierung eingefallen. Vor 30 Jahren war es, glaube ich, da sollte Atommüll in Wangershausen entgelagert werden. Jetzt sollen halt verarmte Städter in Wangershausen. Ich finde, wir sollten dafür sorgen oder dazu beitragen, dass die Wangershäuser in Wangershausen bleiben. Also Wangershausen jetzt nur als Beispiel natürlich. Das Leben, die Qualität, die Lebensqualität auf dem Lande war immer anders als in der Stadt. Der Städter war immer näher an allen Dienstleistungen. Auf dem Lande war es immer ein bisschen umständlicher. Es darf natürlich nicht wegfallen, also öffentlicher Verkehr muss gegeben sein, aber ob ich jetzt als Landbewohner unbedingt zu der Uhrzeit, wann ich aufstehe, zum Arzt fahren möchte oder ob ich mir auch mal den Wecker stelle, weil ich zum Arzt muss und dann ein bisschen früher aufstehe, ich meine, da sollte die Lebensqualität auf dem Lande doch so sein, dass die, die dort zu Hause sind, diese Nachteile gerne in Kauf nehmen und nicht mit allen Mitteln versuchen, da wegzukommen. Das ist so meine Meinung. Also die Alternative zu einer alten WG ist das Heim. Und ich habe etwas über 2 Jahre jemanden betreut im Heim, als gesetzlicher Betreuer. Das ist nicht schön. Von daher finde ich die Idee, solche alten WGs zu machen, durchaus positiv. Wobei, ja, wie gesagt, es geht jetzt nicht darum, die Leute von der Stadt aufs Land zu karren, aber die Leute auf dem Land zu lassen. Das ist nämlich das im Moment viel größere Problem. Ich möchte in meinem Dorf oder in meiner dörflichen Umgebung, wo ich die Leute kenne, bleiben. Die können mich besuchen. Je nachdem, wie fit ich bin, kann ich auch noch an dem öffentlichen Leben im Dorf teilnehmen. Wenn ich irgendwo in einem Heim bin, in diesem Falle war es ein geschlossenes, das war's. Da kommt keiner vorbei und er kann auch nicht raus. Matthias, dazu wollte ich noch ganz kurz was sagen. Es gibt auf den Dörfern auch mittlerweile Ehrenamtsdienste. Das heißt, die unterstützen ihre Nachbarn, die zu Hause bleiben, die älter sind, die gehen für die Einkaufen oder machen andere Sachen. Also da läuft auch schon was in der Richtung. Also was mir halt immer auch in dem Bereich ein bisschen Angst macht, ist so diese Illusion, dass das so etwas kommt. Also mit Mangel der Infrastruktur, ne, ich würde sagen, mal ganz klar, wie als Beispiel, weil ich es mich auf Anruf zu ziehen. Und meine Mutter ist dann irgendwann mal 70, ja, und da funktioniert es zu Hause mehr. Die hat ihr Häuschen und dann ist halt irgendwas, keine Ahnung. So, jetzt hat es natürlich Nummer 1 schon von Pflegedienst. Bei unserem Gesundheitssystem kann es halt irgendwann auch, könnte durchaus passieren. Möglichkeit Nummer 2, steckt sie in Altenheim, würde ich für mich persönlich teuer. Möglichkeit Nummer 3, ich mache mich voll ein bisschen und sage, weißt du, Mama, ganz ehrlich, ich will dich ja nicht hängen lassen, tu mir gefallen, komm runter nach Frankfurt. Und schon stimmt der ländliche Raum noch mehr aus. Ja, und das ist halt ein Problem, wenn wir uns mal bewusst werden müssen. Also wir brauchen innovative Konzepte. Ich meine, es macht jetzt keinen Sinn, das, was Michael gesagt hat, auch tot zu diskutieren. Man muss das im Detail nochmal sehen, das ist überhaupt nicht die Frage. Aber wir brauchen halt innovative Konzepte, an denen wir uns schnell dran bewegen müssen, ja, um Möglichkeiten für diesen lebenswerten Raum zu entwickeln. Der ist, weil ich lebe gerne da, wo ich lebe. Ja, schön, mir gefällt es da. Ich habe einen riesen See vor der Tür, in den ich noch reinspringen kann, wenn ich gerade das Wasser für gerade Salz benutze. Ja, ich möchte nur, wenn das gerade nur mein Anruf sagt, auch darauf hinweisen, es gibt natürlich noch mehr Aspekte. Die Idee, jemanden dort wohnen zu halten, wo er wohnt, geht bis zu dem Moment, wo jemand auf dem Land in einem Haus, das 50 Jahre alt ist, gebehindert wird. Dann geht es einfach nicht, so eine Person zu Hause zu lassen und ihr gleichzeitig einen menschenwürdigen Alltag zu gestatten. Weil das Bad ist im ersten Stock, die Treppe ist eng, da kann man keinen Lift installieren. Dann taucht eine Wertewahl auf. Ist es sinnvoller, diese Person vor Ort umzupflanzen? Sie hat eine vertraute Umgebung, ist aber, also wenn sie auch vor die Tür kommt, kennt sie das Dorf,
kann im Rollstuhl betreut werden? Oder ist es sinnvoller, sie zum Nachwuchs in die Großstadt zu holen, wo sie sozial vielleicht anders eingesetzt ist, aber keine Heimat mehr hat? Ja? Und es gibt einfach viele Stadien, wo man Leute auf dem Land leider nicht in ihrem angestammten Haus lassen kann, weil sie da nicht mehr versorgbar sind. Das ist zwar ein bitterer Moment, aber also die Wahl, können wir jedem quasi ein Alter in seinem, nach seinem Wunsch ermöglichen, besteht teilweise rein technisch nicht. Das ist kein Argument für oder gegen irgendwas, man muss nur solche Sachen mit bedenken. Nur ganz kurz, das sind vielleicht zwei Dinge durcheinander gekommen. Das eine mit dem betreuten Wohnen, was unterstützt wird, ist ein Gesetz, das jetzt beschlossen ist durch einen FDP-Minister, das zum 01.01.13 in Kraft tritt. Das ist also nichts, was ich jetzt unterstütze oder irgendwas, ich habe es einfach nur erwähnt, dass es jetzt ab da bewegt. Das andere ist eine Zukunftsvision gewesen, dass die Leute, die sich um demografische Faktoren Gedanken gemacht haben und das Ganze auch humanitär sehen, einfach gesehen haben, dass es sehr, sehr viele Leute gibt, die in der Stadt nicht mehr leben können. Es gibt auch Leute, die in der Stadt leben und glücklich sind, weil sie in der Stadt leben, die dort auch nicht mehr bleiben können. Nicht, weil der Arzt nicht da ist, sondern weil sie nicht bezahlen können. Und es werden 80% aller Menschen, die gepflegt werden in Deutschland, werden zu Hause gepflegt, in der Ambulanz. Durch Ambulanzpflegedienste. Das heißt, sie können zu Hause bleiben. Eingeschränkt, aber sie können da bleiben. Und die 20%, die 21% sind im Heim. Und früher war ein Altenheim eigentlich dafür gedacht, dass man auch in einem gesunden Zustand dahin geht, sich einlebt. Wenn man dann irgendwann mal später krank wird, hat man das Gefühl, man ist zu Hause und wird gepflegt. Heutzutage sieht die Realität anders aus. Man kann, da gibt es natürlich auch diese schönen Sachen, man sucht sich in Ruhe ein Heim aus, dass man später irgendwann mal da reinkommt. Ist absolut unrealistisch. Erstens wegen den Wartezeiten. Zweitens, kein gesunder Mensch käme jetzt auf die Idee, in 5 Jahren könnte ich ins Heim gehen, ich fange jetzt an, mir ein Heim zu suchen. Die meisten Leute, die heutzutage ins Heim kommen, kommen von einem Tag auf den anderen ins Heim. Und die Art und Weise, wo man in ein Heim kommt, hängt von zwei Faktoren ab. Erstens, gibt es einen Platz und weniger Selten. Oder die zweite ist, hat man eventuell Beziehungen, dass man irgendwo hinkommt, wo man wenigstens einen Pfleger kennt. Aber sonst sind die Faktoren, wie man heutzutage den letzten Lebensabschnitt seines Lebens bestreitet. Das ist leider die Realität. Und nur noch ganz kurz zu den Ärzten. Wir haben in unserer Struktur jetzt noch 5 Ärzte in einem Dorf oder in einer größeren Region. Von denen werden 4 in den nächsten 2 Jahren in den Ruhestand gehen. In anderen Dörfern, wo die Ärzte sich schon zur Ruhe gesetzt haben, gibt es niemanden, der nachfolgen möchte. Das war zum einen Teil, weil es einfach zu anstrengend ist. Es ist interessanter teilweise für die Gatten, einfach in der Stadt zu leben. Und es gibt noch andere Alternativen für Ärzte heutzutage. Ein Klassenkamerad von mir, der hat 4 oder 5 Tage lang Wochenenddienst in England. Mhm. Und mit diesen 4, 5 Tagen Wochenenddienst bedeutet für ihn, er liegt in einem Bett in Bereitschaft. Und das war's. Verdient er mehr Geld, als wenn er einen 100% Job als Arzt hätte in Deutschland. Mit 5 Tagen Arbeit in England. Wenn man Geld verdienen will in der Pflege, egal als Pfleger oder als Arzt, geht man in die Schweiz. Da kriegt man ganz andere Sachen bezahlt. Das heißt, wenn man irgendwelche Leute aufs Land locken möchte, dann muss es einfach mit anderen Dingen passieren, also nicht nur bloß Geld, also wegen Geld alleine wird keiner dahin kommen. Leider die Realität der letzten 10 Jahre, ich jetzt auch keiner anders. Man muss, glaube ich, aber eine Augenweide, man muss das gemacht haben, auch wenn man das so schockierend findet, die Realität ist leider so. Ich sehe es bei uns genauso. Das mit guter und schlechter Pflege hat aber auch da was mit zu tun. Wir haben, es gibt große Konzerne in Deutschland,
die bezahlen nicht wirklich nett. Also da gibt es Leute, die sind gut bezahlt und das, was die Arbeit macht, ist, wollen wir nicht drüber reden und die Pflege ist dementsprechend auch so. Die werden aber bevorzugt vom Sozialamt, weil die günstiger sind als die Leute, die Tarif bezahlen. Und das, was wir da ändern müssten, ist was im Pflegegesetz. Leider Gottes. Oder bei den Bezahlstrukturen. Wenn du eine Zeitarbeitsfirma einstellst, die günstiger, so wird es immer. Alle Hilfskräfte sind unbezahlt. Nutze mal die Gelegenheit, um die Konkurrenz von Acker Landratten draußen zu werben, dass ich zum Acker Soziales bin. Der Acker Soziales hat nämlich auf den letzten Landesparteitag einen Antrag eingebracht, alle öffentlichen Stellen dazu zu verpflichten, nur noch mit Firmen zu arbeiten, die einen bestimmten Mindestlohn zahlen. Also das heißt kein Mindestlohngesetz, sondern einfach eine Handlungsverpflichtung für alle Stellen, die mit öffentlichen Mitteln agieren. Der Antrag ist abgelehnt worden. Das lassen wir jetzt mal, bevor ich den Preis bekomme. Ein gleichlautender Antrag war in der letzten Kreistagssitzung vor der Sommerpause, wenn ich mich recht entsinne, auch Thema, ist dort auch abgelehnt worden mit der Begründung, dass ein kommunale Gebietskörperschaft sich nicht das, also nicht das Recht hat, in Tarifautonomie oder in unternehmerische Autonomie der Wirtschaft einzugreifen. Führt mich wieder zu dem Punkt, dass wir eine gesellschaftliche Diskussion brauchen über eine gesellschaftliche Verständigung, wie wollen wir miteinander leben. Ich kann aber zum Trost sagen, es gibt noch andere Parteien außer den Piraten, die es in Bremen geschafft haben, dass sowas auf Landesebene als Gesetz beschlossen wurde. Ich habe jetzt, wie ihr seht, die Themen ÖPNV und Demografie zusammengefasst, weil das ja offensichtlich jetzt in diese Richtung ging. Deswegen wäre jetzt zunächst meine Frage, gibt es zu diesem Komplex noch ganze Bereiche, die jemand gerne aufmachen möchte? Wir sind ja jetzt schon eigentlich zwischen den verschiedenen Aspekten rumgeschwommen, die sich da im Zusammenhang ländlicher Raum, ich glaube, das ist auch irgendwo ländlicher Raum, auftun. Die Infrastrukturprobleme, eine sich verändernde, dünn besiedelten Region. Also ich würde wirklich sagen, weiterarbeiten mit dem AK Landrat, weil das ist so umfassend, das Thema, da würden wir heute zu überhaupt keinem Ergebnis kommen, weil es zu viel ist. Hat der AK Landrat auch Kindergärten und sowas auf dem Schirm? Ja, alles. Okay. Alles Mögliche. Da gibt es so eine Liste. Okay, nee, nur weil, wenn man sich jetzt mal anschaut, ich glaube, der Arne hat es vorhin schon mal am Rande erwähnt, eigentlich geht es ja um einen viel größeren Themenkomplex, nämlich Leben, erstmal Leben auf dem Land. Und alles, was man dazu braucht, das fängt halt von der Versorgung mit Nahrungsmitteln an, über Infrastruktur, über Netze, sei es auch Informations- oder Bandbreite, ja, ist ja auch unser Thema. Die Versorgung, sei es jetzt von Kindern, Schule, älteren Menschen, also der soziale Bereich ist auch noch einer. Da fällt mir noch ein, so Richtung, also meine Partnerin, die arbeitet im suchtherapeutischen Bereich, das gibt es ja auch durchaus im auf dem ländlichen, ja. Das ist eigentlich ein, auch wieder so ein riesen Blumenstrauß an Themen, der sich in ein Thema dreht, nämlich Wohnen und Lebensqualität auf dem Land. Und wenn das jetzt etwas sein soll, was Konkurrenz zum Land oder zum Stadtleben sein soll, beziehungsweise soll koexistiert daneben gleichwertig sein, dann braucht es halt auch attraktive Punkte. Da kommen wir zu diesen kulturellen Sachen, ja, kommt ja auch dann. Und ich glaube, dass, wenn man dieses eine Thema lagern will, dann hat man einen richtig dicken Block Brocken. Ja. Also,
Auch da im Grunde ähnlich wie mit dieser Autobahngeschichte, die Thematik als solche ist viel zu kompliziert, als dass man mit einer kurzen Antwort auf ein bestimmtes Thema lösen kann. Ja, aber genau solche Probleme bieten natürlich auch Chancen für sehr experimentelle und innovative Konzepte. Ja. Man kann auch auf einmal das ehrenamtliche Betreiben eines dörflichen Tante-Emma-Ladens damit versorgen, dass dieser Laden aber Anspruch auf kostenfreie, also auf Befreiung von Lieferkosten, also kostenfreie Lieferung mit allem, was er vertreibt, kostenfreie Energieversorgung hat und so weiter. Ja, also da. Was jetzt ein ganz simples Beispiel wäre, aber ich kann da im Prinzip regional strukturelle Experimente machen, die in der Stadt nicht möglich sind, aber auch sehr viel schwerer möglich werden. Also zu deinem Laden, wenn der ehrenamtlich betrieben wird, dann kann der auch die anderen Kosten bezahlen. Er soll die Sachen ja nicht zum Einkaufspreis verkaufen. Er kann ruhig einen Aufschlag legen. Ich wohne im Dorf, wir haben bisschen mehr als 1000 Einwohner. Wir haben einen sogenannten Tante-Emma-Laden, das ist Bäckerei, der kriegt so noch auf, alles. Und wenn ich im Lidl was vergessen habe, dann habe ich ja da 30 Cent mehr. Das ist billiger als da schon mal Eichschwege bei den 15 Kilometer hin und zurück. Das läuft da und fühlt sich soweit ganz gut. Ich bin aber in Ausnahmeerscheinung. Mir ist es relativ egal, wenn die Leute wegziehen und dass ich dann nachher alleine da bin. Das ist auch mein Schnäppchen. Ich habe hier. Und heute natürlich noch. Vielleicht ist es nur nicht die einzige Möglichkeit, draußen bei Piraten zu agieren. Das heißt, drei Leute haben eine Idee, die sich auch vielleicht auf eine Kleinigkeit bezieht. Probieren innovativ was Neues, berichten darüber und dann kann es Kreise ziehen. Weil all die Gruppen, da gebe ich schon mal recht, das Ganze ist jetzt so vielschichtig, eine Lösung für alle Probleme insgesamt wird es wahrscheinlich nicht geben. Oder es wird sehr teuer. Es gibt aber auch immer mal wieder zum Beispiel sehr innovative Projekte aus verschiedenen Forschungsbereichen, die denen schon gedient wäre, also aus universitären Kontexten denen schon gedient wäre, wenn sie mehr Backing geben würden. Die sich sehr viel mit Raumplanung, mit Infrastruktur, Konversion und sowas beschäftigen. Und dann zum Teil keine Modellprojekte machen können, weil es halt seitens der Landespolitik nicht genug Aufmerksamkeit für den ländlichen Raum gibt oder weil man sagt, ja, so gut, jetzt so ein Modellprojekt da für die paar hundert Leute, die da in der Region wohnen und sowas. Und im Prinzip, also es gibt ja viele Leute, die auch auf einem hohen Level nachdenken über Möglichkeiten. Es liegen sehr viele innovative Konzepte in verschiedenen Schubladen. Und es wäre schon interessant, statt die selber alle nochmal neu zu entwickeln, weil dafür fehlt in allermeisten Bereichen Kompetenz, Projekte, die schon angedacht sind. Schwierig. Wo? Ja. Also, okay, das kann ich jetzt sagen. Ja, wenn es so gibt. Also, ich würde es gerne aufgreifen wollen. Ja, ich würde es auch gerne aufgreifen und schon wieder dabei, dass der Typ aus dem Acker Soziales gar keine Konkurrenz zu Acker Landwirten mehr ist, aber auf einmal gibt es jetzt. Das ist jetzt das Schlagstanke. Also wärst du bereit, diese Andeutung zu konkretisieren und vielleicht zu vermitteln, wenn der Acker Landwirten irgendwie mal eine Veranstaltung zu einem Thema machen möchte und einen Vortragenden oder einen Referenten sucht, das zu scheint ja so zu sein, dass du schon mal von jemandem gehört hast, der Konzepte schon mal entwickelt hat. Und jedenfalls, dass man da. Man könnte sich zumindest mal in die Richtung kutschen. Unter Umständen auch soziale Aspekte mit dem Landleben oder sozial auf dem Land, dass man da einfach mal sich Know-how auch besorgt. Das halte ich auch für wichtig. Ja, kann man ja mal. So, aber ich würde jetzt aus Gründen der fortgeschrittenen Zeit das Thema jetzt, also ich glaube nicht, dass wir jetzt mit dem Thema über NV und demografische
verstanden hat, was wir unter alles hatten, noch zu wirklich neuen Aspekten kommen. Insofern würde ich das jetzt gerne beiseite legen. Wir haben jetzt eine gute Stunde gebraucht. Diesen Teil haben jetzt noch im Prinzip 3, 4 Sachen vor uns. Ich sehe ja immer noch Photovoltaik und Leon ein bisschen zusammen. Gibt es jetzt jemanden, der zu einem dieser Themen als nächstes etwas sagen möchte? Ich sehe jetzt keine Möglichkeit, das zu priorisieren. Also wer jetzt zuerst schreibt, ich Weser, der kriegt die Weser. Weser kann ich auch was sagen. Wie bist du? Bildung. Bildung hat um eine halbe Sekunde gewonnen. Also wir haben also in unserem Kreis auch schon besprochen. Mir geht es darum, dass Ausbildung grundsätzlich von den Eltern nicht bezahlt wird. Das heißt, Kindergarten, Schule, Beförderung. Und zwar nicht mit irgendwelchen Klauseln. Früher war das so, die Oberstufe musste zahlen, also zumindest bei uns im Kreis ist so. Das heißt also 11, 12, 13, jetzt haben wir das ja nicht mehr. Das heißt also, die auf dem Gymnasium sind, die dürfen dann nämlich schon um die 10 bezahlen. Das heißt, die eine Ausbildung haben, also eine Lehre machen oder so, die können sehen, wie sie mit der Mofa hinkommen oder so. Du meinst, Entschuldigung, nur zur Erklärung, wir bezahlen alle Kosten, die im Rahmen von Bildungssachen anfangen, genau. Von Fotokopien über alles. Fahrtkosten hin zum und so weiter. Ja. Das heißt, bis zum ersten Ausbildungsabschluss soll, muss, darf Vaterstaat bezahlen. Das ist, ich bin nicht sicher, ob das nicht schon auf dem letzten LPT als Teil des Bildungsprogrammes als Forderung angenommen wurde. Also ich weiß, dass es im AK Bildung auf jeden Fall absolut Konsens ist und auch programmatisch formuliert wurde, längst. Ich weiß nur nicht, weil ja der letzte LPT mit der Bildung einerseits sehr umfangreich war, gleichzeitig die Ergebnisse ja etwas gelöchert sind, ob das jetzt im Programm schon steht. Ich würde aber, also es ist auf jeden Fall, glaube ich, von der Partei ziemlich Konsens, dass das so sein sollte. Also wenn es nicht im Programm steht, dann steht es eher nicht im Programm, weil es nicht mehr dran kam auf dem LPT, weil es zusammen mit irgendeinem Halbsatz stand, der dann wohl zur Abstellung geboten hat oder so. Das ist aber auch kein spezifisches Thema für Nordhessen oder für den ländlichen Raum. Nein, das ist ein Landesthema. Landespolitik. Gerade in dem Punkt würde ich sogar sagen, das braucht jetzt quasi wenig zusätzliche Action, weil da ist der Ackerbildung dran. Und kurze Ergänzung durch. Ich mach's mal ohne Mikro. Also ich finde das Thema schon ein Stück weit wichtig, zwar nicht im Gesamten, aber gerade bei der Schülerbeförderungsfrage, denn die Schülerbeförderung wird von den Landkreisen als solches finanziert. Und auf dem Land ist das auch wieder ein großes Problem, was ist nämlich der Ende, weil sich das im Zweifel nicht wirklich leisten kann, sondern das Kind keine ausreichende Chance auf Bildung und vielleicht in der Salonbildung oder sonst irgendwas zu bilden. Und das gerade in dem Bereich ist schon problematisch. Wo ich glaube, dass man da was machen muss, aber es hat auch eine finanzielle Frage. So, kann ich jetzt sagen? Ja. Also erstens mal zu Arno und zu dem, wir haben im 2009, wo wir zum ersten Mal angetreten sind, damit beworben, Bildung kostenlos vom Anfang bis Ende. Das heißt, wenn das nicht Konsens ist, weiß ich auch nicht, ja, ich habe noch Bleier davor. Gut. Glaube mir. Zweitens mal, genau was er sagte, der Kreis zahlt. Und ab dem 10 kostet bei uns eine Busfahrkarte um die 900 Euro. Das heißt, ein Hartz-IVler, ein Kind eines Hartz-IVlers, der das nichts für kann, kann sich das überhaupt nicht leisten, Abitur zu machen, weil 800 Euro im Jahr hoch worden. Kriegen die das nicht als Unterstützung? Nein. Nein, das ist nicht ganz richtig. Wer? Teil? Sicher. Der Härtenverregelung, aber wahrscheinlich. Womit wir aber eher wieder bei einem ÖPNV bzw. Strukturinfrastrukturproblem des ländlichen Raumes Thema wären und nicht wirklich bei einem Bildungsthema und nicht wirklich jetzt erstmal bei der Forderung nach Kostenfreiheit
von Bildung von der Schule her gedacht, also von den Inhalten her gedacht, für das Bildungsministerium als Institution vertritt und begreift. Nur so als Hinweis. Das heißt nicht zum Beispiel, dass man das nicht politisch so gerne in den Kontext ziehen sollte. Muss. Könnte. Muss. Muss. Können wir nicht. Ja, die Schülerbeförderung findet durch den ÖPNV oder mittels ÖPNV statt, ist in Teilen des Landkreises Mauer-Blumenkopf teilweise der einzige Grund, warum es überhaupt noch ÖPNV gibt. Ja, klar, jetzt hätte ja nur zur Schulzeit. Und es gibt, ich weiß nicht, wie es hier in Nordhessen ist, gibt ja auch Grenzen der Kreise, die an anderen Bundesländern grenzen. Auch ein Bildungsthema. Bei uns ist es zum Beispiel so, dass in den an Nordrhein-Westfalen angrenzenden Gebieten bis zu 80% der Grundschüler an weiterführende Schulen in Nordrhein-Westfalen wechseln. Was wiederum dazu führt, dass man feststellt, dass die Schulen mehr ausgelastet sind und man sie eigentlich schließen könnte. Es führt nur bedingt dazu, dass man sich überlegt, warum ist das denn so und wie können wir denn attraktiv weil vorhin wurde mal angesprochen, Technikausstattung von Schulen und so weiter und so fort. Ich habe noch nicht so genau herausgefunden, wie die unterschiedlichen Schulgesetze gestaltet sind, dass NRW so attraktiv zu sein scheint. Meine Tochter geht selbst in NRW auf die weiterführende Schule. Das liegt ja daran, dass da eine technische Infrastruktur an Schulen ist, von denen man nur träumen kann. Wir kennen keine Tafel mehr, wir kennen keine Kreide mehr. Die sind auch nicht jeder mit dem Laptop ausgestattet. Wir haben Whiteboards und Beamer an der Decke und das machen wir nur noch über elektronische Unterrichtsmittel. Das sind Aufgaben auch von den kommunalen Gebietskörperschaften. Und dazu kommt noch, zu welchen Bedingungen findet das statt. Mir liegt zum Beispiel eine, also was wie eine Ausordnung, eine Richtlinie, eine kommunale Richtlinie über den Zugang von Netzwerken, Schüler, also wann darf ich einschalten und so weiter und so fort. WLAN an Schulen ist ein Thema, die kommunal aufgebaut werden müssen. Und ähnliches. Gehört alles sogar mit zur Bildung, als dass es Rahmen schafft, in dem Bildung vermittelt wird, wenn man Wissen versteht. Ist also auch tatsächlich ein kommunalpolitisches Thema. Also, dazu kommt noch, dass natürlich auch der Betrieb und das ganze technische Gebäudemanagement wahnsinnig viel Geld kostet, was sich politisch ganz schwer ausschlachten lässt. Bei uns ist es so, dass im Moment man sich damit profiliert, dass man Schulen energetisch saniert, gleichzeitig aber möglichst verschweigt, dass nicht mal Brandschutzbedingungen erfüllt werden und der Investitionsbedarf zur Einhaltung von brandschutzrechtlichen Vorschriften weit höher ist als der für energetische Sanierung angesetzt wird. Damit gibt man aber keine Landratswahl, die nächstes Jahr besteht. Insofern auch das zur Attraktivität. Attraktiv ist es für Eltern, Kinder an eine möglichst nahegelegene Schule zu schicken. Viele nehmen nämlich die Kosten völlig egal, ob das Kind eine gute Ausbildung, vermeintlich gute Ausbildung, wo auch immer das ist. Kann man sich lange mit beschäftigen. Aber ich glaube, ich weiß, warum viele von Marburg nach NRW gehen zur Schule. Das Abitur ist einfacher. Wir haben es auch umgekehrt, also das Abitur ist anerkannt, wenn du an der Uni willst, wenn du in Hessen ein Abi gemacht hast, als in NRW. Warum? Bayern ist noch besser. Warum das so ist, ich habe keine Ahnung. Wir haben ja eins. Nein, es liegt am Schulsystem, am Lehrplan, was weiß ich, keine Ahnung. Ja, weitere Beiträge zum Thema Bildung, Bildungsinfrastruktur und regionalpolitischen Aspekt.
ja nochmal eine Frage, als ich gelesen habe, dass die Schüler so ein Tablett-PC bekommen möchten und dass endlich dieses wahnsinnige Tragen von körperschweren Büchern in die Schule so aufhört, finde ich eine tolle Idee. Jetzt gibt es vielleicht schon in NRW. Warum haben wir das noch nicht mehr essen? Also ich kann jetzt nur von der Schule reden, an der meine Tochter ist. Da hält man das individuelle Ausstatten der Schüler mit eigenen Geräten für kontraproduktiv, weil nämlich dann jeder vor seinem eigenen Bildschirm. Die lösen das so, die haben Whiteboards und Stiften, dann kann man dran malen und dann kann man vorne das Internet, da können die Filme dran gucken, was auch immer. Also tatsächlich Unterricht machen, der Lehrer bestimmt, nicht jeder macht seins, auch in Kirchen. Das hält man dafür deutlich sinnvoller, gerade wenn es um 5., 6., 7. Klasse geht. Und ich finde das auch. Ansonsten ist das eine Frage der Schulorganisation. In der Umfrage für uns stellt man den Schulen ihr Konzept frei, wie sie das machen wollen, und sorgt dafür, dass unterschiedliche Konzepte zu unterschiedlichen Attraktivitäten führen. Ja. Oder dass man die Bücher einfach da lassen kann, dass man zwei Sätze hat, einen zu Hause für Hausaufgaben, einen für die Fressfahrschule, so ein Buch in warum hat man das? Kann man sich mit beschäftigen. Es wäre auf jeden Fall eine kommunalpolitische Aufgabe, weil das zu großen Teilen auch Aufgaben der Schulträger sind und das ist in den Kreisen und Städten. Ja. Die haben kein Geld. Ich möchte zu dem Thema noch darauf hinweisen, dass im Moment in Hessen ein VMB läuft, ein virtuelles Meinungsbild, kein positionierendes zur Frage der Schulpflicht. Das ist eine Frage, die letztlich infrastrukturell von Interesse ist, weil ich natürlich auch auf das Wegkürzen von Schulen antworten könnte mit einem Aufheben der Pflicht, für die Kinder zur Schule zu gehen. Ich sage nicht, dass das gut ist, ich möchte nur darauf hinweisen, es läuft im Moment ein VMB mit der Frage, soll sich der Landesverband Hessen für die Abschaffung der Schulpflicht einsetzen. Die Frage ist nicht so gestellt, das heißt, man muss mit Nein antworten, wenn man für die Beibehaltung der Schulpflicht ist. Das ist wichtig, weil das VMB sehr täuschend aussieht. Da steht das Wort Schulpflicht und dann Ja, Nein, Enthaltung. Und wenn man Schulpflicht Ja meint, muss man auf Nein klicken. Werde diese Frage gestellt. Die Frage steht dann drüber bei Müller. Das VMB ist total missverständlich, aber es hat keine positionierende Wirkung. Es ist nur von Sepp, der Triebkraft des AK Bildung angestoßen, um mal zu gucken, wie so die Stimmung ist. Also das heißt, das ist wirklich ein Meinungsbild im klassischen Sinn und wird keine zwingenden, irgendwie programmatischen Folgen oder so nachvollziehen. Nur weil es in diesem Kontext durchaus eine Frage ist, die auch immer man nicht für sich beantwortet. Da gibt es einen kleinen Krieg. Das ist so lächerlich. Ganz ehrlich. Sollst du zusammen nur mit Dann schließe ich das Thema Bildung an dieser Stelle ab. Ich habe noch was zu. Und zwar, ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Es gibt ja den gesetzlichen Anspruch auf U3 Kindergartenplätze. Also in der Stadt Kassel sieht es so aus, dass die Quote von 35% zum 1.1.13 nicht erreicht wird. Das heißt, jeder, der ein Kind hat, was einen Anspruch hätte, könnte damit die Kommune verklagen. Unser Stadtkämmerer hat sich letzten Montag zu der Aussage hinreißen lassen, man müsste oder man könnte doch vielleicht dieses Gesetz irgendwie etwas lockerer fassen, damit da kein rechtlicher Anspruch ist und damit die Kommune da nicht in irgendwelche Verfahren verwickelt wird. Also dass das mehr eine Kann- als eine Muss-Regelung wird. Ich wollte euch mal fragen, wie das bei euch so ist, ob ihr diese U3-Plätze erreicht oder ob ihr da auch und wie
ihr eventuell damit umgehen wollt. Gibt es eine Kommune, die ihr erreicht? Ja. Also, wir haben eher das gegenteilige Problem. Bei uns wurden in den Kindergärten Gruppen geschlossen. Ach komm. Ja, ist kein Scherz. In diesem Fall, also jetzt im Laufe der letzten Jahre, wir haben halt, ja, es gibt halt weniger Kinder auf dem Land, ist einfach so. Ja, da sprachen wir gerade schon mal drüber, das ist das Problem. Und es wurden halt wirklich Leute, also Erzieherinnen entlassen und Gruppen zugemacht, weil nicht genug Kinder mehr da sind. Also wir hätten da bestenfalls das Problem, noch eine Erzieherin zu kriegen, die Gruppe wieder aufmachen kann. Aber bist du sicher, dass du von unten drei redest? Ja, ja. Also wir haben wirklich einen hervorragenden Kindergarten, da kann ich morgens mein Kind um 7 abgeben und um 17 Uhr abholen. Also das klappt schon. Er meint aber unter 3 Jahre, das hat er nicht gemacht. Ja, nee, wir haben, nee, die sind dafür ausgerüstet. Also das geht schon. Das ist wirklich, also wir haben wirklich fast in jedem Dorf einen Kindergarten, also entweder mit 2, 3 oder 4 Gruppen, je nachdem wie groß das Dorf ist. Und der Rest wird mit einem Kleinbus hingekarrt. Also, das klappt zumindest mal bei uns. Weitere Wertungen dazu? Ja, ich schon wieder. Das ist bei uns auch ein Thema, sowohl als auch. Also manche Kommunen haben das geschafft, manche nicht. Und die jammern natürlich auch, dass sie unter Umständen verklagt werden. Aber hier ist genau die Frage, wer hat es bestellt, wer soll auch bezahlen. Also im Konnexitätsprinzip, das ist vom Bundesgesetz. Und wenn die Kommunen verklagt werden auf Schadensersatz, dann soll der Bund auch dafür sorgen, dass sie das tragen können. Punkt. Gut, dann mache ich jetzt dieses Thema mal Schicht. Photovoltaik, Rückkauf, E.ON, ESA. Wer zuerst hier schreibt, kriegt das Mikro. Jetzt ist er nicht da, er wollte doch seine Mähen, wo ist er denn? Steht draußen im Schatten. Das ist kühler. Und zu dem Thema werden wir wahrscheinlich von Frau Edelkreis am 10.10. Hier. Wir werden eine der ganz oberen von hier da haben, die wir uns über hier erzählen. Am 10.10. kommt jemand von hier, der kompetenter Sprecher hat. Den Terminbehörde, die Meldingliste noch bekannt geben, wer da Interesse hat. Zweite Wort. Da mal eine Frage, wird das nicht alles schon VW Weidig versorgt? Was hat denn die Ehre darum zu tun? Bei uns ist Ehre. Bei mir ist Ehre. Mit Ausnahme Bad Schwesten und so. Ja, ja, klar, okay, ja. Ich wollte noch mal fragen, ob jedem klar ist, was das Thema E.ON alles beinhaltet. Nein, wir haben das zurückgestellt, weil. Alles klar. Erleucht uns! Also, weil dieses Thema E.ON-Mittel, da geht es halt um die Rekommunalisierung oder den möglichen Rückkauf der Anteile an E.ON durch die Kommunen. Das war ja früher die EAM und das wurde dann privatisiert irgendwie. Da ist ein Haufen Geld in die kommunalen Kassen geflossen, das ist alles weg. Aber jetzt will E.ON, die große E.ON-AG, die E.ON-Mittel-AG verkaufen. Und die Alteigner, die haben ein Vorkaufsrecht und haben halt zuerst die Möglichkeit, halt wieder in den Besitz der E.ON zu kommen. Und E.ON Mitte ist ein Unternehmen, was sowohl die Stromnetze, die Verteilnetze und Mittelspannung und Kaltnetze, glaube ich, sind das, hat. Und die haben auch zum Teil Erzeugungsunterlagen. Also es ist halt beides, was man kriegt. Und es sind Landkreise außerdem in Göttingen beteiligt und in Thüringen. Also es ist irgendwie, sind sehr, sehr viele unterschiedliche Kommunen und Landkreise und die müssen gemeinsam als Eigentümerversammlung irgendwie beschließen, dass sie das komplett zurückkaufen. Wenn irgendein Landkreis nicht möchte, dann müssen die anderen für deren Anteile sozusagen mit einspringen.
Das ist halt eine relativ große, weitreichende Entscheidung. Da geht es auch um einigermaßen viel Geld, was man irgendwie finanzieren muss im Rahmen der klaren Kassen, die sowieso vom Regierungspräsidium genehmigt werden. Also ist halt irgendwie echt nur eine Frage des politischen Willens, ob das Regierungspräsidium das auch mitmacht und dann die Investitionsmittel für sowas bewilligen würde. Ich habe jetzt aus einer Ausschusssitzung im Landkreis Kassel mitgekriegt, dass es halt so läuft, dass es ein Gutachten gibt zur Bewertung des Unternehmens und es gibt ein Risikogutachten, was da kommen soll. Und das muss ungefähr jetzt in Arbeit sein, das wird irgendwann im Herbst vorgestellt werden. Und anhand dieses Gutachtens müssen dann die Kommunen entscheiden, ob sie das Geld haben, ob sie das Geld ausgeben wollen, was sie kriegen und vor allen Dingen auch, was sie damit machen wollen. Weil es ist wohl einigermaßen unwahrscheinlich, dass E.ON dann so wie es ist weiter kann. Man muss dann halt irgendwie gucken, ob man das auf den hessischen Teil oder also irgendwas wird dann passieren. Also man will es nicht so kaufen, wie es im Moment ist, sondern man wird irgendwie eine Strategie zusätzlich dazu haben, wie man das weiterentwickeln will. Und es ist halt auch eine Frage der Finanzierung, ob man halt durch Verkäufe hinterher irgendwie einen Teil des Geldes wieder reinkriegt. Nicole kann da wahrscheinlich nicht sagen. Nein, ich will nicht sozusagen so eine Frage. Wenn wir das zurückkaufen, haben wir dann Biblis auch im Hals? Biblis könnte ich sicher mit, oder? Das wäre ja meine Frage. Deswegen Frage. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, das wäre aufgekommen, wenn wir wenn das so. Weil ihr wisst, also die Stromkonzerne haben die vertragliche Verpflichtung, die Dinger zurückzubauen. Nicht, dass über sowas wir das Ding dann an der Backe haben und der Steuerzahler den Quatsch bezahlen muss. Vattenfall hat das gemacht. Da muss nämlich jetzt der Steuerzahler den Quatsch bezahlen. Also bei Biblis weiß ich nicht, was wir an Verpflichtungen mit einkaufen, ist der Netzanschluss für die ganzen Windparks, die wir bauen werden. Das ist wohl auch kein Thema. Das ist halt auch nochmal eine extreme Investition, die kommt, die ihr mit übernehmen müsste als Netzbetreiber und die dann im Zweifel heißt der kommunale Nachfolger dann werden muss. Wo ich hier kein Problem mit hätte, aber wirklich dann, wie sowas, Atomkraftwerk, und was, wenn wir das zurücknehmen, müssen wir auch den Rückbau finanzieren. Aber es Biblis nicht RWE? Biblis ist RWE. RWE, richtig. Ja, ist es, weil ich weiß. Gott sei Dank. Und Lukas ist schon abgeschaltet. Ich habe aber auch eine Frage dazu, die hat hier der Kollege hier auch schon mal nicht gelernt. Gehört das Pumpspeicherkraftwerk am Ehrsee zu Ihrer Mitte? Ja. Das will ich dann aber auch nicht haben. Ehrsee, nein, Ehrsee ist Ihr Mitte. Das weiß ich. Ehrsee ist Ihr Mitte. Das weiß ich 100%. Weil da dieses Häuschen, die wir da waren, das ist Ihr Mitte. Da gehört der Ehrsee zu. Meine Frage wäre jetzt, was, mit welchem Ziel Thema hier gibt es Positionierungsbedarf, gibt es Konzeptentwicklungsbedarf, gibt es Koordinierungsbedarf für diese? Ja, also ich denke, weil so viele Landkreise gleichzeitig betroffen sind, wäre es schön, über eine gemeinsame Position darüber zu reden. Ich weiß, dass die Göttinger sich dafür ausgesprochen haben, das zurückzukaufen. Wir haben Marokin verbraucht, sagt den Fall. Wir haben in Kassel eine Position im Programm zur Rekommunalisierung der Stromnetze, wo halt auf jeden Fall der Netzteil von E.ON Mitte mit erfasst wäre. Und ich würde einfach mal die anderen Landkreise fragen wollen, irgendwie, wie seht ihr das? Seid ihr da im Meinungsbildungsprozess drin? Oder ja. Da wir im Moment leider noch so Bahnstrecke haben, haben wir uns damit noch nicht verpasst. Also ich würde mich gerne erstmal, bevor wir irgendwas dazu sagen, einarbeiten wollen. Mhm. Wollt ihr was dazu sagen? Dann möchtest du. Ja, wie gesagt, wir haben jetzt auch schon über diese Veranstaltung mit den Vertretern von der E.ON. Mhm. Wir steigen ja jetzt auch erstmal gerade ein in das Thema. Was mich so ein bisschen brennt, ist, ich frage mich, wenn E.ON Mitte als gut funktionierender Stromanbieter, Netzbetreiber, warum geben die dieses Netz an? Die Frage stelle ich mir. Sicherlich, wenn das ein gut funktionierendes, wirtschaftlich gewinnbringendes Netz ist, warum verkaufen die das? Ja, warum müssen wir das dann als Kommunen wieder kaufen? Ja? Die Frage stelle ich mir. Und da warte ich eben auch diese Veranstaltung auf die Frage. Ja?
also ich weiß nicht, ob es auch bei der Veranstaltung dann rauskommt, aber es geht einfach um die Investitionen ins Netz. Da sprechen wir von Windparks, da sprechen wir von den Solarparks, von den ganzen Geschichten, die ja irgendwo im Außenbezirk dann stattfinden werden. Und dann brauche ich irgendwo, muss der Strom dann ja hingebracht werden. Das heißt, ich brauche komplett neue Stromzuleitungen, Abfuhr, wo auch immer hin. Und die Investitionen wollen die im Moment, glaube ich, nicht so wirklich leisten. Ich hatte auch noch, dass es daran liegt, dass es eher ein unwirtschaftliches Netz ist hier von der ehemaligen IAM, von der Eramite. Und das ist ja auch noch, da hat hier noch eine Parallelorganisation sich gerade aufgebaut hat, die nennt sich, glaube ich, SAM, also die Computergeschichte damals, auch Kommunen abwirft, kann ich mir vorstellen, dass dann eben für die Eremite einfach nicht mehr so gibt, es wieder zu produzieren. Deswegen wurde es abgeht. Also ich glaube, das ist auch noch eine strategische Entscheidung bei E.ON, aber das ist natürlich nicht so klar zu kriegen. Wenn man die Verstärkung der anderen Bereiche, also E.ON Süd und E.ON Nord, wo die Vorparte sind, dass sie damit Geld verdienen sollen, dann haben wir einen kompletten Abschluss. Was hast du jetzt gesagt? Einfach hier implementiert, habe ich das richtig gehört? Das ist eine strategische Entscheidung für Finanzmanagement. Die machen da auch Spuren. Ich rede ja so über Wasserkraft. Zwei verschiedene Unternehmen, die haben Wasserkraft. Die haben Wasserkraft sind zwei verschiedene Unternehmen, laut Wikipedia, und betrieben sind total schnell von E.ON Wasserkraft. Das haben wir gerade auch rausgefunden, leider Gottes. Aber es war früher E.ON Mitte. Das ist ja so als Speicher, ne? Ja, aber das kann man doch eventuell verhandeln. Ja. Das wäre das Erste, was da mit drin stehen würde bei mir. Entschuldigung. Gut, also es gibt anscheinend noch Koordinierungsbedarf, was die Abstimmung einer Position ist. Jetzt wäre ähnlich wie bei dem Fracking die Frage, gibt es jemanden, der sich diesen schon mal anziehen würde? Da jetzt überhaupt mal auf der Liste das anzustoßen, Antworten einzusammeln und einzufordern, dass sie ausbleiben und dann irgendwie vielleicht mal treffen zu oder ein Telefon zu organisieren und sowas. Ich bin ja da. Also das ist so einfordern gesagt, ne? Nur zum Ja sagen, denn nein, akzeptiert das nicht mal. Ja, das ist okay, also irgendwie, wenn ihr mal was habt, dann. Und ansonsten schreibt mir einen Ansprechpartner, aber auch mit einem Kreis irgendwie, der sich mit dem Thema beschäftigt. Und dann. Ich vermute jetzt mal, nachdem das Ganze hier einmal aufs Tablett gekommen ist, dass das mit einer Rundmail nochmal über die Nordhessen-Liste schon ein paar Rückläufer kriegt und dann eher so ein bisschen Nachhaken braucht. Aber es gibt ja noch verschiedene, die daran interessiert und thematisch beteiligt sind. Ich weiß jetzt nicht, ja. Gibt es zu dem Themenkomplex noch Beiträge, gibt es noch etwas, was jemand noch von der Versammlung gerne als Meinung stellen müsste? Ich hätte noch eine Frage zu dieser Vollflächen-Photovoltaik-Geschichte. Also jetzt halt nicht. Also das ist jetzt das nächste, dann können wir das erst abhalten. Nur, dass wir das Thema nicht vergessen. Deswegen, das ist das Thema. Da hätte ich eigentlich immer eine Frage zu. Er nutzt es wirklich so, bringt das so viel Energie, dass es dann Sinn macht, irgendwelche Felder, wo man auch Weizen anpflanzen könnte, mit Solarzellen von zu Hause. Also du kriegst mehr Strom raus, wenn du Freiflächen-Photovoltaikanlagen hinstellst, als wenn du Mais anpflanzt und das wird eine Biogasanlage hier. Wenn das Ziel ist, auf dem Acker Strom zu machen, dann ist Freiflächen-Photovoltaik effektiver. Aber vielleicht, ich würde vielleicht noch ein paar einleitende Sätze zu dem Thema sagen. Es hat den Hintergrund, dass jetzt ja das EEG verändert worden ist und die Fördersätze für Photovoltaik sind abgesenkt worden. Es gab einen Riesenrasch, dass man zu den alten
Förderbedingungen noch Anlagen aufbauen konnte. Und die sind insbesondere für Freiflächenphotovoltaik abgesenkt worden. Und dann haben wir in der Regionalversammlung halt Abweichungsanträge gehabt, dass große Photovoltaikparks an Bahnlinien genehmigt worden sind, an Autobahnen, auf landwirtschaftlichen Vorrangflächen. Also wo halt die Bodengüte eigentlich sehr hoch ist, du hast eigentlich sehr hohe landwirtschaftliche Erträge. Die haben aber meistens die Eigenschaft, dass sie entweder direkt in der Autobahn sind oder direkt in der Bahnlinie, weil nämlich die Bereiche im EEG als vorbelastet und sowieso nicht so attraktiv angesehen werden und deswegen die Förderbedingungen da höher sind. Außerdem sind das so militärische Konversionsflächen. Also wenn du irgendwie einen Flugplatz hast oder irgendwie ein Munitionstestgelände oder sowas, wo der Boden belastet ist, da ist auch höhere Förderbedingungen. Das ist auch völlig in Ordnung. Irgendwie zum Teil, irgendwie, ich weiß nicht, wie das da in Flamela gab es einen Bereich, wo irgendwie das Gebiet noch größer war, als man eigentlich gedacht hat, wo es dann belastet war, wo man noch mehr fördern konnte, das war toll. Also auf jeden Fall sind halt diese Förderbedingungen des EEG so, dass man halt an Bahnstrecken und an Autobahnen einen 100 Meter breiten Streifen total attraktiv macht für Freiflächenphotovoltaik, obwohl da eigentlich Landwirtschaft super gut möglich ist. Und ich habe da jetzt eigentlich regelmäßig gegenargumentiert, weil ich denke, es gibt so viele versiegelte Flächen und Dachflächen, dass wir im Grunde den Bereich, wo halt Landwirtschaft gut läuft, halt nicht dafür preisgeben sollen. Also irgendwie das, was du auf Hallendächern machen kannst, auf Parkplätzen machen kannst und sowas, da hast du so viel Spielraum, da geht so viel, dass es halt meiner Meinung nach das nicht bringt, dass du irgendwie die Landwirtschaftsfläche brauchst du halt eben für Futtermittel, du brauchst es für Nahrungsmittel, wenn du für Biogas irgendwas brauchen willst. Also wir haben nicht zu viel davon. Und insofern ist halt die Frage, ob wir uns in die Richtung, könnte ich mir vorstellen, dass man sich positioniert, dass man halt sagt, wir genehmigen keine Abweichung und wir lassen das im Regionalplan so, dass solche landwirtschaftlichen Vorrangflächen ausgeschlossen werden und dass man das halt stärker auf bebaute, versiegelte Flächen steuert. Das ist so ein Anliegen, was ich mir vorstellen könnte, in welche Richtung man das entwickeln könnte. Ja, wir hatten im Main-Kinzig-Kreis also auch eine Veranstaltung gehabt, und zwar die Frankfurt an der Studie, in der Erneuerbar.com heißt die, die auch auf Antrag unserer Fraktion jetzt veröffentlicht ist, auf der Website des Main-Kinzig-Kreises analysiert, also Potenzialanalyse des gesamten Landkreises, wo halt eben Windkraft, Solar, Biomasse und Wasserkraft funktioniert. Und dort kam auch der Vorschlag auf, eben genau diese Streifen an der Autobahn zu nutzen, weil es gibt nämlich auch die Möglichkeit, Lärmschutzwände mit Solarzellen zu kombinieren. Und dann kriegst du nämlich die Förderung nach EEG, hast gleichzeitig den Lärmschutz auf der anderen Seite. Die nächste Frage ist halt, ob wenn die Landwirtschaft an Streifen neben der Autobahn attraktiv ist, von der Fläche her, also ich denke kein Gemüse oder Obst, was direkt neben der Autobahn angebaut worden ist, essen eigentlich. Das heißt, da ist sicherlich die Chance, das zu trennen, weil also mit Lärmschutzwand würde ja auch Schadstoffe etwas abblocken, die da drin kommen. Das heißt, man kann vielleicht sehr gute Wege an der Stelle finden, die Kreis nutzen kann, um das zu trennen. Und die Analyse hat ergeben, dass wir aus dem Ding, was man vielleicht für alle Landkreise erst machen sollte, dass wenn der Main-Kinzig-Kreis zwischen 20 und 30% seines Potenzials erschließen würde, er Überkapazitäten in Anspruch zu nehmen. Das heißt, das Potenzial in unserem Landkreis ist sehr viel höher, als wir es tatsächlich erschließen müssten, um eigentlich, sag ich mal, Windräder zu nah an Siedlungen zu bauen oder bei Biomasse-Geschichten in Konkurrenz zur Lebensmittel. Ich habe es nur nicht verstanden, was du gesagt hast. Das Potenzial sind 20-30% von was? Nee, das Potenzial sind die 100%, die man hat. Also wenn man davon nur 20-30% erschließen würde, wo man also Windkraftanlagen, Wasserkraftanlagen, Photovoltaikanlagen und dann 30% des gesamten Potenzials würde man den Energiebedarf des Main-Kinzig-Kreises schon decken. Also 20-30% der landwirtschaftlichen Fläche? Nein, des gesamten Potenzial des Kreises an erneuerbaren Energien. Weil 20-30% der landwirtschaftlichen Fläche, soweit ich weiß, weiß ich nicht, aber 11-18% der landwirtschaftlichen Fläche, nicht nur Ackerfläche, sondern auch Rindland oder auch gleiches Land, sind immer für Energie verwendet worden. Sehr wichtig, die auch ausgewählt werden, die nicht für die verwendet werden, die Zucker aufmachen. Also zu sagen, diese Tank- und
gibt es Abstimmungskoordinierungsbedarf? Kann man das mit der E.ON gegebenenfalls zusammenpacken? Aber da es halt irgendwie Regelung und Politik innerhalb des Regionalplans ist, würde ich mich da wieder als Ansprechpartner ergeben und sehen. Also wenn da jemand dran mitarbeiten möchte, entwickeln möchte und im Zweifel, wenn ich was mache, schreibe ich was für ihn, mal dessen Liste. Was mich vielleicht noch interessieren würde, ist, so ein grundsätzliches Stimmungsbild, ob ihr das ähnlich seht oder ob ihr diese Freiflächen-Photovoltaik als effiziente Photovoltaiknutzung, die zu günstigeren Kosten mit geringeren Subventionen, ob ihr die doch lieber ausgebaut seht. Also man kann halt auch andersrum argumentieren. Deswegen. Kannst du eine klare Frage formulieren? Ja. Die Frage wäre irgendwie, wer wäre dafür, den Ausbau von Freiflächen oder von großflächigen Photovoltaikanlagen auf versiegelte Flächen zu beschränken? Oder, jetzt nicht komplett ein Verbieten für woanders, aber zu steuern, irgendwie zu lenken. Ja, das ist echt deutsch. Also, wie man eben sagt, 11% der landwirtschaftlichen Fläche maximal auch mit den Dingern füllen. Da würde ich gerne mal die Potenzialanalyse anfüllen, weil es macht nicht an jedem Standort Sinn, halt Solar anzubauen, sondern nur dort, wo auch im Prinzip der Sonnenschein halt ist. Und das regelt sich vielleicht nicht irgendein frei oder versiegelte Fläche, sondern da soll man wirklich gucken, dass man erstmal die Analysen fährt, gucken, wo lohnt sich überhaupt Solarkraft. Und dann kann man die Frage stellen, ist das eine Freifläche, die wir dann zubauen, was wir wollen. Oder, wenn es eine Verbiegung zum Beispiel in der Industrielandschaft geht, wo das sowieso dann einfach nicht so sehr wehtut, bauen, das ist natürlich einfacher zu fragen. Und also, ich habe schon die fetzere Frage gestellt, eigentlich die Frage der Bürger vor Ort, ob sie das so machen möchte oder nicht. Oder nicht. Unsere Aufgabe, Ihnen vorzuschreiben, wie sie es zu machen haben. Also, wenn ich es jetzt nochmal formulieren würde, wäre es vielleicht andersrum, irgendwie, dass man fragt, wer wäre dafür, Freiflächen, Photovoltaikanlagen nicht auf landwirtschaftlichen Vorrangflächen zu nutzen. Ja, dann ich bitte für die Frage mal um, wer wäre dafür? Eine landwirtschaftliche Vorrangfläche ist halt eine Fläche, die für Landwirtschaft vorgesehen ist, die sich meistens dadurch auszeichnet, dass sie einen mittleren bis guten Boden hat. Was sind denn da Landwirtschaft statt auf schlechten Böden, oder? Ja, das sind aber dann keine Vorrangflächen. Das sind Eignungsflächen zum Teil. Könntest du die Frage formulieren, wer ist dagegen? Nicht, wer ist dafür, das nicht? Ja, wer ist dagegen, Freiflächen-Photovoltaik auf landwirtschaftlichen Vorrangflächen, vielleicht auch mit der Ergänzung mit mittleren und guten Bodenbedingungen einzusetzen? Wer ist die Einschränkung nicht so wenig? Also eine Argumentation finde ich richtig. Ja, ja, also ich kann unterstützen, aber wenn wir jetzt eine Frage. Also deine Argumentation ist richtig aus meiner Sicht. Also ich finde das nicht gut, wenn man die Flächen, die man für Landwirtschaft besser nutzen kann, dann dort zupflastert und wir haben versiegelte Flächen, die dann nicht genutzt werden. Also das ist vernünftig, das so zu machen. Aber man müsste die Frage so formulieren, dass das Ergebnis, wenn man, also wenn ich dafür, möchte gerne dafür sein, aber dann möchte ich noch eine Fragestellung haben, in der das dann zum Ausdruck kommt. Also wenn es nur Vorrangflächen sind, ich weiß, wie viele Vorrangflächen sind, gibt es denn im Verhältnis zu allen Flächen? Wenn das 90% sind von allen landwirtschaftlichen Nutzflächen, mag es ja in Ordnung sein. Wenn es nur 30% sind, ist es nicht in Ordnung. Also mir geht es jetzt halt darum, irgendwie eine Tendenz irgendwie zu wissen, ob diese Nutzung von Freiflächen irgendwie in der Freiflächenphotovoltaik in der Landwirtschaft, ob man das tendenziell haben oder nicht haben kann. Wie eine tatsächliche ausgearbeitete Position ist und wie dann die Flächenanteile unterschiedlich sind, das habe ich aus dem Stegreif nicht da. Und insofern würde ich. Also es gibt Eignungsflächen, es gibt Vorrangflächen und die Vorrangflächen sind tendenziell die besser geeignet. Und ich weiß aber, ich kann nicht für Nordhessen ganz sagen, wie sie verteilt sind. Dann kannst du das sagen, dann nimmt man die Eignungsflächen, das scheint doch ein größerer Teil zu sein. Da sind die Vorrangflächen ja mit drin. Also man könnte so formulieren, dass sie mit drin sind, ja. Ja, das finde ich besser, man würde das mit Eignungsflächen machen. Ich enthalte mich mit für das, was Alf sagt.
Dann würde ich als vorgelagerte Frage vorschlagen, sollen sich die Piraten Nordhessen eine Meinung bilden, sollen die Piraten Nordhessen eine Position einnehmen zur Photovoltaik ohne vorherige, wie hießen diese? Potenzialanalysen. Oder sollen Potenzialanalysen verpflichtend gemacht werden vor Positionierung? Ist die Potenzialanalysen für? Komplett. Das wird jedes betroffen. Okay, gut, dann. Wenn ich das eine Frage. Wäre es vielleicht sinnvoll, eben das Material, hast du schon online? Auf deinem Blog? Also die bisher entschiedenen Anträge sind online. Wäre es nicht vielleicht sinnvoll, dann auch hier wieder, weil ich sowas auf kursstündlicher Basis ganz gut finde, eine VMB kurzzeitig anzustoßen? Also ich möchte halt irgendwie nur ein Gefühl haben, ob die Richtung in Ordnung ist und ob es nicht notwendig ist, um weiterzumachen. Wir brauchen uns jetzt nicht irgendwie super genau positioniert. Also von mir aus kannst du das... Ja, genau. Also insofern haben wir das... Ich bin auch dafür. Und dann jetzt mal, wer wäre dafür? Was dafür? Ich bin dafür. Ich wollte es irgendwie noch so ein bisschen ergänzen, das ist
tatsächlich so. Offiziell ist es sozusagen so, dass das Kraft, dass die Sperrmauer, die Staumauer am Edersee dann Wasser ablassen soll, wenn die Weserschifffahrt mehr Wasser benötigt, weil das Wasser ja über die Eder, über die Fulda in die Weser fließt. Das ist der aktuelle Stand. Das Problem ist natürlich, dass es eine Weser-Touristik gibt und eine Edersee-Touristik. Und wenn die einen Wasser brauchen, haben die anderen keins. Und wenn die anderen Wasser brauchen, haben die einen keins. Das ist immer irgendwie das Problem. Und ich glaube, letztes Jahr oder vorletztes Jahr... Es müsste mehr regnen. Dass die Leute oben an der Weserschifffahrt irgendwie der Meinung waren, sie müssten ein großes Fest feiern und bräuchten dringend Wasser. Und irgendwer auch immer kam auf die Idee zu sagen, ja, da fahren ja Schiffe und deswegen müssen wir da jetzt das Wasser am Edersee ablassen. Soweit ich weiß, haben sie sich durchgesetzt und dann hat der Edersee nicht mehr genügend Wasser für den Wassertouristik. Ich weiß allerdings auch nicht, ob es Sinn macht, dass die Piraten sich in der Weser einsetzen, dass dort Wasser ist, während die Piraten am Edersee sich dafür einsetzen, dass dort Wasser ist. Wir kommen jetzt durch. Da kommen sie bitte durch. Das sind Piraten in ihrem Element. Sehr schön, so. So, dann wäre jetzt sehr direkt meine Frage, gibt es dazu eine Meinung, die jemand gerne, eine Frage, die jemand in der Versammlung gerne beantwortet hätte, was mal so Meinungsbildung hat. Also schon auch wegen der letzten paar Sätze jetzt, weil die Frage ist, gibt es überhaupt eine sinnvolle Fragestellung, bei der es so ein bisschen Konsens gibt, dass das zu einer Positionierung führt? Die Frage wäre eigentlich, setzen sich die Piraten in Nordhessen dazu ein, das musst du mal kontrollieren, sich über die exakten Stand der Weser und der Zuführung von Düngemitteln durch K und S in diesem Bereich und auch bei Reststoffen und was da alles drin rumschwimmt, sich damit auseinanderzusetzen, das mal genauer zu beleuchten. Also ich halte die Position für richtig, dass man sagt, der Edersee sollte jetzt nicht allein die Funktion haben, dass auch der Weser Schifffahrt funktioniert. Und insbesondere ist ja in den letzten Jahren durch den Personalwechsel, der hat dazu geführt, dass eben gesagt worden ist, wir brauchen da ein paar Zentimeter mehr in der Weser, was dazu führt, dass sehr viel früher der Edersee oder der Eddersee, wie wir sprechen hier, der Eddersee, dass der dann wieder leer ist. Ne? Also ich kann mir gut eine Position vorstellen, dass wir sagen, dass die touristischen Belange des Edersees, ja, dass die stärker gewichtet werden müssen als die ökonomischen, die ohnehin nur sehr klein sind aus meiner Sicht, dort an der Weser. So eine Position kann ich mir sehr gut vorstellen. Es gäbe Probleme, wenn wir das begründen mit Kalium und Salz. Ja, weil das ja nicht belegbar ist. Zum einen und zum anderen müsste man dann auch in Kassel dann nochmal besonders diskutieren. Stichwort, das ist, wenn nicht der größte Steuerzahler, aber einer der größten Gewerbesteuerzahler, die wir in Kassel haben. Da müssen wir nochmal, bevor ich jetzt dazu stimme, dass man dagegen was macht, ohne dass man weiß, dass es schon nicht zusammenhängt. Ja, das kann man ja gerne machen. Aber die andere Position, die kann ich ohne weiteres, damit man, dass man sagt, die touristischen Belange, die touristischen Interessen dort, muss man stärker beachten, als das bisher geschehen ist. Also es gibt auch ein Interesse des Tourismus dort, ist auch ein wirtschaftliches Interesse. Und die Dinge, die man da irgendwann nach dem Krieg mal gemacht hat mit der Weserschifffahrt, das muss anders gewichtet werden. Da gab es die Weserschifffahrt als Tourismus so noch nicht und das muss auch in der gesetzlichen Regelung muss das dann geändert werden und muss dort mit eingebaut werden. Also da bin ich sehr dafür. Das andere hat sich beschrieben. Also das würde ich auch jetzt also ich finde, was die Umweltverschmutzung betrifft, sollte man auf jeden Fall nachforschen. Ganz klar, es geht nicht, denn es gibt auch saubere Verfahren, die auch KWS anwenden kann. Das wäre, was nicht gemacht wird, weil die Leute ja nicht finden wollen. Ich denke, man sollte auf jeden Fall sich dann weiterbilden und dann nachforschen. Was das andere betrifft, sollte man klar Regeln aufstellen für die Schutzhaltung des Tourismus einfach aktiv und wo sich dann auch alle dran halten. Das geht nicht, dass da die Festfeier in die Straße abgeladen wird.
also das mit dem Tourismus würde ich dann da gerne noch ergänzend dahingehend, also der Edersee-Tourismus, und der Tourismus, der viel nach uns im Landkreis hier spielt, eben nicht nur maßgeblich für uns ist, sondern auch für Gesamtnordhessen. Denn unter dem Dachmarkt Grimmheimat wird ja diese Tourismusregion derzeit auch massiv entwickelt. Ne? Das hier Grimm-Museum, was da auf dem Rheinberg angedacht ist, etc. pp. Der ganzen Geschichten halt, der Brüder sind der Deutschen Märchenstraße, die halt auch durch den Schwarz-Eder-Kreis geht, das ist ja alles eins. Ne? Und zu diesem Deckmantel können muss da, denke ich, auch wirklich was passieren. Ja? Also dass man auf jeden Fall erstmal in die Richtung bezieht und dann natürlich noch nebenbei guckt, was kann man in diesem Bereich mit K&S machen, weil da gibt es ja auch Bürgerinitiativen, was ich mitgekriegt habe, die jetzt sagen, naja, da stecken uns bald die Fische um. Ja? Also, das ist halt auch ein Problem. Da gab es jetzt schon Gerichtsurteile. Das Gerichtsurteil habe ich mitgekriegt, habe ich noch über ganz erlaubt, weil es ging, was war es denn nochmal, was war der Ausgang? Im hinten bei uns, Grenze zu Thüringen, weil da das große Werk ist. Entschuldigung, können wir gleich? Zahlen wir erst. Also, ich habe euch mal ergänzt, also die einzige Brüder Grimmstadt geht natürlich nur, mein Kennzeichen ist das Hanau. Ihr wisst ja bei der Nordhessen-Konferenz, wollte ich nur mal erinnern. Was ich sagen wollte, ist, da kann man vielleicht Transparenzarbeit, das A, die Füllstände des Edersees mit dem Wasserstand von der Weser halt, A, dass man das transparent einsehen kann, plus die Messwerte entsprechend Chemikalien, die nachgewiesen werden können, dass man da eben, was für eine Verschwörungstheorie gesagt worden ist, dass das halt eben wissenschaftlich nachprüfbar wird. Wird jetzt wegen Wasserstand erhöht, wird es wegen Chemikalienstand erhöht und so weiter. Das müsste ich sagen, da habe ich einen Antrag vorbereitet als Dringlichkeitsantrag, den Sie mir leider nicht durchgelassen haben, dass ich mehr Transparenz von Wasser und Schifffahrtsamt fordere. Das werde ich jetzt auch noch nacharbeiten nach der Sommerpause bei der letzten Sitzung. Also, das ist auch ein Antrag, den wir jetzt reinschieben, dass unser Landkreis beim Wasser- und Schifffahrtsamt vorsprechen soll und dort um Transparenz bitten soll, das heißt veröffentlichen soll, warum auf Grundlage welches Beschlusses bzw. welcher Firmenanfragen wird wie viel Wasser aus jeder Motiven abgelassen. Und dann eben die Schifffahrt dazu gegeben, um dann im zweiten Lauf zu gucken, gibt es dort Optimierungspotenziale. Ne? Kann man solche Transporte besser zusammenlegen? Ja? Das geht ja dann einher, wenn du Transparenz hast. Ne? Ich wollte noch mal kurz sagen, wegen des Umweltschutzes. Also ich hatte mich nur dagegen ausgesprochen, dass man sagt, am Edersee wird Wasser abgelassen, um die Umweltverschmutzung da zu beseitigen oder besser zu gestalten. So eine Verknüpfung möchte ich nicht haben, ja, ohne dass es belegt ist. Dass Kali und Salz nicht sehr umweltverträglich arbeitet, ja, und man das kritisieren kann, da habe ich gar nichts dagegen. Nur damit da kein falscher Zungenschlag ist. Ja, also das, auch da habe ich erhebliche Probleme oder kritisiere das auch bei jeder Gelegenheit. Ne. Aber zu sagen, jeder sie wird Wasser abgelassen, damit da diese Umweltverschmutzung nicht mehr so sichtbar ist. Das zu sagen, ohne dass man Beleg hat, dafür würde ich einfach warnen. Ja. Das hat ja auch keiner gesagt. Nein, aber ansonsten bei dir. Ja, ich sehe das auch so, dass man da sehr viel anders noch arbeiten kann und dass man da sehr viel schärfe Auflagen treffen muss, damit man das vernünftig hinbekommt. Ja, vielleicht noch also Pegelstände werden schon vom Schifffahrtsamt schon gezahlt. Das ist aber nicht der Grund, warum das warum sozusagen eine Veränderung stattfindet, ist was anderes. Das stimmt. Also Pegelstände schon. Pegelstand ist einfach da, weil wir sowieso messen, aber die Grundlage ist halt, warum wird Wasser abgelassen, das kriegst du halt nicht raus. Ja, das weiß ich nicht. Ja, und das ist genau der Punkt, die Anträge, die von Firmen eingehen, transparent auf deren Webseite darzustellen und sagen, auf Grundlage dieses Antrags, weil Transport X stattfindet, müssen wir XY ablassen, ja, bei Wasserhöhe und Schiffstiefe hast du nicht gesehen, tralala. Ja, das kann man ja dann auch nachprüfen, da ist das halt ein transparenter Weg. Ja. Und dann selbst noch ein letztes Mal meine Frage, gibt es eine Frage, die ihr jetzt kollektiv beantwortet werden könnte? Sprich, die Privatpartei Nordhessen bzw. der nordhessischen Region dafür aus, die Verschmutzung der Weser durch K&S bzw. die Einfuhr der, ich weiß gar nicht, wie es funktioniert, aber ihr wisst, was ich meine, das nachzuprüfen, ob dort eben eine Verschmutzung übermaß stattfindet und bis dort Alternativen gibt. Also ob wir uns da hinterhin wollen und das prüfen wollen. Als Piratenbauer. Danke. Schwer.
nicht, was ist. Das ist ja praktisch schon ein Vorwurf, eine Art Vorurteilung. Und wenn ich da gerade noch was anmerken darf, auf der anderen Seite würde ich sagen, also wer sich darum kümmern will, kann sich doch darum kümmern, ohne eine solche Anregung durch die Versammlung. Und wenn wir jetzt auf diese Anregung fassen, dass die Piraten Nordhessen sich darum kümmern, und da keiner sagt, ich will mich darum kümmern, dann passiert eh nichts. Ja, und dann würde ich sagen, ist okay. Alles gut. Ja, da habe ich ja darauf hingewiesen, die Gemeinde Gerstungen hat einen Prozess geführt mit einer Bürgerinitiative zusammen. Den Prozess haben sie jetzt vom Verwaltungsgericht verloren. Die Thüringer Kollegen haben aber gesagt, wir verfolgen das Thema weiter und haben auch Kontakt zu uns hier rüber geschafft. Das hat mich dann leider beleidigt. Da gibt es auch Probleme schon mit der Pressemitteilung von denen. Also ich würde da schon mit den Thüringern zusammen, die ja ursächlich betroffen sind, dann zu einer gemeinschaftlichen Aktion oder so machen. Zumal die Zahlen von Kalium und Salz mit über 270 Millionen Einwohnern auch keine Summe ist, die man einfach so wegdrücken kann. Da kann man ja auch da in die Richtung mal investieren. Ich bin auch relativ sicher, dass wenn man valides Material vorliegen hätte, relativ schnell bei den Piraten Nordhessen oder ganz Hessen oder sowas eine Aktivierung zu haben wäre, weil das sehr schnell offensichtliche Fehlentwicklungen sind und eine Zusammenarbeit mit benachbarten Landesverwaltungen natürlich ein super Ding, genau bei Sachen, die naturbedingt, die wenn sich naturbedingt sind. Also wenn du da irgendwas hast, raus auf die Nordhessen-Liste und das wird, glaube ich, schnell seine Folgen zeigen. Ja, ich ziehe die Fakten halt einfach mal zusammen, um zu erholen, dann die Video noch zu machen. Mhm. Noch Meldungen? Dann, wir haben jetzt 17.10 Uhr ungefähr. Ja. Ich habe 10 Minuten überzogen und wir haben es tatsächlich geschafft, diese ganzen Themen durchzuführen. Dann danke ich Ihnen.